sind. Und wir sehen das oben auch. Ja. Gut, dann begrüße ich nochmal alle ganz herzlich, die sich das jetzt live oder später anschauen und zuhören. Wir freuen uns sehr, dass Christoph Bangert sich ganz spontan auch kurzfristig bereit erklärt hat, das heute Abend mit uns mal alles so zu besprechen, was er angekündigt hat. Mit den zwei Fotos auf dem Flyer, den jemand gemacht hat bei uns, hat er uns gleich zwei Clues gegeben, sozusagen zu sich und seiner Arbeit. Das erste große Foto mit dem Kamel hinter der Lehmmauer ist auch das Titelfoto oder ein Ausschnitt daraus aus seinem Buch Hello Camel, das 2016 erschienen ist. War schon nicht sein erstes Buch, das Vorgänger, das unmittelbar davor erschienene Buch ist wahrscheinlich der Anlass gewesen, sich in Hello Camel mit der Absurdität oder dem Banalen und dem Alltag, dem Nicht-Erwarteten im Kriegsgebiet zu beschäftigen. War Porn, das Buch von 2014 war es, glaube ich, ist nämlich, wie der Titel schon sagt, eine Auseinandersetzung mit der naturgemäß grässlichen Qualität von Kriegsfotos. Er hat sich viele Jahre für die New York Times unter anderem im Krieg in Afghanistan und in Irak bewegt und fotografiert. Und dieses Buch ist sozusagen die Auseinandersetzung damit, wie man in der Gesellschaft mit diesen dramatischen, schockierenden Fotos, manchmal heroisierenden Fotos, manchmal tief verstörenden Fotos umgeht. Aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Bangert, mit dem, was nicht nur die Fotos, sondern dieses Vor-Ort-Sein und diesen Krieg so miterleben und nach einem tollen Foto zu suchen, mit einem selber macht. Also im Grunde auch in gewisser Weise die Frage der moralischen Rechtfertigung, aber auch die Frage, was das mit einem selber macht. Ja, und insofern fand ich das sehr interessant, dass Sie jetzt ein Foto uns auch gezeigt haben, wo Sie mal den Akzent anders gelegt haben, Ihre Ausbeute nochmal unter anderem Kriterien gesichtet haben. Also diese beiden Schwerpunkte wollte ich doch eben nennen. Aber das zweite Foto, das er uns gegeben hat, gibt einen weiteren Clou, der auch vielleicht etwas mit der Rettung des Selbst und der Menschlichkeit trotz dieser extremen Auseinandersetzung mit dem Krieg hautnah andeutet. Er sitzt da ja, wie Sie das vielleicht erkannt haben, am Steuer eines Busses. Und auf seiner Website, wenn Sie da mal vorher geguckt haben, legt er auch Wert darauf, sich unter anderem als zertifizierter Busfahrer zu outen. Und der Hintergrund ist der, für die, die das noch nicht weiter angeklickt haben, dass er eine Fotobus-Society gegründet hat. Also das kann man in diesem gemeinnützigen Verein Mitglied werden. Das sind überwiegend Studierende, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dieser Bus mit ihm am Steuer ist immer wieder unterwegs, um Fotos zu machen, Fotofestivals zu besuchen, über anderer Leute Fotos zu reden, also Foto, was ja so, das ist uns als Konsumenten vielleicht nicht klar, aber das Wesentliche passiert ja, sagen, bevor das Bild gemacht wird, im menschlichen Miteinander. Und das will er, sagen, in die Lehre mit reintragen, dass das etwas mit menschlichen Begegnungen zu tun hat, mit Auseinandersetzung. Und wenn Sie sich da mal umgucken auf seiner Website, ist das höchst animierend, dass man denkt, so könnte Studium auch aussehen. Er ist nämlich nicht nur Fotograf, sondern er lehrt eben auch außerhalb des Busses, jetzt zum Beispiel gerade an der Hochschule Hannover, aus der auch Lars Bauernschmidt zugeschaltet ist und ihre Lehrbeauftragte Martha stammt. Also insofern, da sind unsere Drähte zustande gekommen. So viel vielleicht erstmal zu ihm. Nicht erwähnt habe ich jetzt, dass er zur New York Times, das ist natürlich was sehr Besonderes, da hinzukommen, aber das hatte auch ein bisschen was wohl mit dem Studienort zu tun. Er hat am International Center for Photography in New York studiert und es hat dann da sozusagen gleich einen sehr prominenten Arbeitgeber gefunden, der, wie Sie wohl auch wissen, jetzt im Fotojournalismus und Digital Storytelling ganz vorne mit dabei ist, also auf hohe Qualität der Bilder setzt. Bangerts Fotos sind aber auch an etlichen anderen
sehr prominenten Orten erschienen, international. Er hat schon einige Preise eingeheimst, World Press Photo zum Beispiel, wenn Sie da mal nachgucken und Bangert eingeben, kommt auch was raus, oder Pictures of the Year, gleich mehrere. Also Herr Banger, das ist für uns wirklich eine große Ehre und eine tolle Chance, mit Ihnen mal ganz direkt über Ihre Fotos zu reden. Und ich höre jetzt auch auf, damit Sie die Show hier übernehmen. Super, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die tolle Einleitung. Weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich hoffe, ich möchte jetzt die Erwartungen noch ein bisschen senken vielleicht. Also ich bin auch nur so ein ganz normaler Kerl. Ich bedanke mich sehr für die Einladung, hat mich sehr gefreut, ganz toll. Ich würde direkt mal loslegen und meinen Bildschirm teilen und ein paar Bilder zeigen und während den Bildern so ein bisschen erzählen über meinen Beruf, was ich da so bisher fabriziert habe. Jetzt ist schwarz. Ah ja, jetzt sollte man ein Bild sehen. Sieht man das? Ja? Ja, okay. Sehr schön. Das ist Down in der Eifel. So geht die Reise los sozusagen. Mein Name ist Christoph Bangert. Ich bin 42 Jahre alt und komme aus Down in der Eifel. Down in der Eifel ist so ein ganz kleiner Ort. Da sind ungefähr 6.000 Menschen wohnen da. Und in Rheinland-Pfalz, zwischen Trier und Koblenz. Und in Down in der Eifel passiert überhaupt gar nichts und da komme ich her und ich wollte eigentlich immer nur weg. Und das ist so der Anfang des Ganzen. Ich war also da so als Kind ganz glücklich, aber dann war ich irgendwann 16 und habe gemerkt, uiuiui, hier muss ich aber ganz schnell raus. Und eigentlich dieser Trieb rauszugehen und wegzugehen hat eigentlich nie aufgehört. Das begleitet mich so durch mein Leben. Aber ich glaube, das war ein ganz wichtiger Startpunkt. Ich habe dann zunächst Maschinenbau in Karlsruhe studiert. Nichts gegen Maschinenbau. Ich weiß nicht, wie viele ehemalige Maschinenbaustudierende jetzt hier sind. Aber für mich war das also nichts. Ich war mit 500 Menschen zusammen im ersten Semester und habe dann da so gesessen in genau diesem Hörsaal und war sehr unglücklich. Ich wusste, das ist nicht das Richtige für mich. Und das hat mich also ein bisschen so in eine Krise gestürzt, weil ich so mit 20, 21 hatte gerade Zivildienst gemacht, habe mich für technische Dinge interessiert. Und mein Vater meinte, mach doch Maschinenbau. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mal Maschinenbau. Aber das war natürlich voll daneben. Also ein klassischer Fehlstart ins Berufsleben, kann man sagen. Und war ich wirklich verzweifelt. Und da wurde dann aber gerettet. Ist also gibt ein Happy End sozusagen. Und zwar gerettet wurde ich, indem ich Fotografie studiert habe. Fotografie war so mein Hobby. Ich habe dann an einer Mappe gearbeitet, habe mich beworben, damals in Dortmund. Da gab es also tatsächlich diesen Studiengang in Hannover noch gar nicht. Und das hier sind also meine damaligen Mitstudierenden und die haben mich gerettet. Also da habe ich gemerkt, da bin ich richtig. Das sind Menschen, die interessieren sich für Politik, für Kunst, für Kultur. Die lesen die Zeitung und die interessieren sich für Fotografie und Journalismus und dachte, jetzt, da bin ich genau richtig. Und das war tatsächlich das war keine kleine Sache. Das war also wirklich tatsächlich eine Rettung. Und ich habe dann meine erste Reportage richtig fotografiert. Die zeige ich jetzt mal. Die läuft automatisch so durch. Und zwar im Heiligen Land, Israel und Palästina, habe ich an einem Studierendenaustausch teilgenommen. Wir waren nur zu zweit und durften für 3 Wochen nach Jerusalem. Und ich habe also bei einer israelischen Gastfamilie gelebt. Und durfte dann aber, oder bin dann einfach immer tagsüber ins Westjordanland und in Gazastreifen gefahren, was meine Gastmutter überhaupt nicht lustig fand. Die hat sich eigentlich immer gewundert, dass ich lebend zurückkomme. Und ich habe dann da auch gemerkt, wie groß dieses Missverständnis oder diese Trennung tatsächlich dieser beiden Völker ist. Die haben mich dann gefragt, ja, da diese Palästinenser, was essen die denn? Ne, also das war zwei völlig getrennte Gesellschaften. Und mein Antrieb war eigentlich ein Interesse an diesen politischen Ereignissen. Und das hat mich unheimlich fasziniert, dass ich also mit meinem deutschen Pass, so als, wie alt war ich vielleicht, 22, 23, durfte ich dann beide Seiten mir ansehen und fotografieren. Diese Bilder wurden dann auch veröffentlicht in der FAZ, was auch wichtig ist, denn mein Vater, der eigentlich wollte, dass ich Maschinenbau mache,
ist lebenslanger FAZ-Leser. Und er wollte also nicht, dass ich Fotograf werde. Das fand er überhaupt nicht gut. Und in dem Moment, als meine Bilder aus Israel und Palästina in seiner Zeitung abgedruckt wurden, auf einer kompletten Seite, da war es erledigt. Da war alles klar. Okay, super, das verstehe ich. Und das konnte er nachvollziehen. Und dann war also das Ding gegessen. Und seitdem ist er tatsächlich einer meiner allergrößten Förderer und Fans. Und er ist also unterstützt mich oder hat mich dann sehr stark unterstützt in meinem Bestreben, Fotojournalist zu werden. Und das war mir dann auch ziemlich klar. Ich wollte unbedingt Fotojournalist werden. Das kam auch ursprünglich aus meinem Praktikum, was ich bei der FAZ in Frankfurt gemacht habe. Da gibt es eine bekannte Fotografin, die heißt Barbara Klemm. Und die hat mich so ein bisschen, die war meine Mentorin und das war also ganz, ganz was Großartiges. Die hat mir also gezeigt, wie es geht. Die hat mich mal mitgenommen auf Termine und gezeigt, wie das geht mit der Laborarbeit. Und das war natürlich unglaublich faszinierend. Und da wusste ich, das will ich machen. Ich habe dann noch eine Weile weiter in Dortmund studiert, wusste aber, ich wollte Fotojournalist werden und habe dann mal geguckt, was ist denn die beste Fotoschule der Welt für Fotojournalismus? Und es gab tatsächlich Hannover noch nicht in der Form, wie es heute gab. Und dann bin ich nach New York gegangen, ans International Center of Photography und habe dann da Fotojournalismus studiert, hatte ein Stipendium vom DAAD. Da werde ich also dem DAAD für den Rest meines Lebens tief dankbar sein. Das ist also was ganz, ganz Tolles. Die haben das sehr teure Schulgeld komplett bezahlt. Und mein erster Job war hier in der Bibliothek. Die haben also da unglaublich viele Fotobücher. Das sind alles Fotobücher, also perfekt, weil ich nämlich auch Legastheniker bin und lesen langsam geht, mittlerweile ganz gut. das weiß Lars Baumschmidt aber, glaube ich, gar nicht. Also auf jeden Fall habe ich dann da meinen ersten Studentenjob gehabt in der Bibliothek und habe also mir immer diese Bücher angeguckt. Bin dann da auch ziemlich bald rausgeflogen, weil ich immer die Bücher rausgenommen habe aus den Regalen, anstatt sie wieder reinsortieren, was eigentlich meine Arbeit gewesen wäre. Aber ganz entscheidend wichtig, diese sehr breite Ausbildung über die Bücher, aber auch natürlich diese sehr guten Lehrenden am International Center of Photography. Eine davon war Alison Morley, das ist die Frau hier, die war die Leiterin des Studiengangs. Und nachdem ich dann dort meinen Abschluss gemacht habe, bin ich dann in die Welt gezogen, habe mit meiner Mappe gearbeitet und irgendwann war aber mit ihr weiterhin in Kontakt. Das ist eigentlich auch ein guter Tipp. Also es gibt so ein paar Tipps hier eingebaut für die Studierenden unter euch und Ihnen. Also nicht Maschinenbau studieren, Stipendium vom DAAD besorgen und mit den Lehrenden in Kontakt bleiben, auch nach dem Studium. Gute Idee, denn das bringt auf jeden Fall diese E-Mail, die Alison Morley geschrieben hat an die Beth Flynn, die hat also mein Leben komplett verändert. Und zwar hat sie so typisch New York-Style, ja, also hier, der wird ja nicht deine Zeit wegnehmen. Und dann durfte ich mich tatsächlich vorstellen bei ihr, bei Beth Flynn. Sie war damals die Auslandsbildchefin der New York Times, also eine der wichtigsten Personen in der Fotografiewelt in New York. Und da durfte ich vorbeigehen und da stand ich also irgendwie mit 26 Jahren mit schlotternden Knien vor der New York Times und habe dann da meine Mappe mal gezeigt. Und das erste Meeting war ungefähr so 30 Sekunden. Ne? Also es ging dann so, ja, zeig mal, ja, nee, ist gut. Komm mal wieder, wenn du mehr Bilder hast. Und dann habe ich das dann mal eine Weile gemacht. Also so ungefähr 2 Jahre lang bin ich da immer wieder hingegangen. Und irgendwann haben die gemerkt, also den werden wir jetzt nicht mehr los. Und der meinte es also ernst. Und dem geben wir jetzt einen Auftrag. Und da hatte ich also riesen Glück, denn die New York Times, die haben mich dann, oder Beth Flynn, diese Bildredakteurin, ist dann ein ziemlich großes Risiko eingegangen, indem sie mich in den Irak geschickt hat. Also mein erster wirklicher großer Auftrag für eine Publikation überhaupt war im Irak. Im Irak 2005 war das, 2003 war die Invasion der Amerikaner im Irak. Das heißt, 2005 war das noch immer eine der größten Nachrichtengeschichten der Welt. Und das war eigentlich total verrückt, dass ich als relativ unerfahrener Fotograf
dann so einen großen Auftrag bekommen habe. Ich habe also dann, ich war immer so 2 oder 2,5 Monate vor Ort, bin dann einige Wochen nach Hause geflogen und bin dann wieder 2 Monate hin. Also das ging über mehrere Jahre. Ich habe dann insgesamt über 9 Monate im Irak verbracht und habe dann dort gemeinsam mit den schreibenden Kolleginnen und Kollegen Geschichten gemacht. Wir haben also klassischen Zeitungsjournalismus, aber internationalen Zeitungsjournalismus gemacht und auf einem sehr hohen Niveau. Und der Anspruch natürlich bei der New York Times ist, dass auf einem sehr hohen Niveau im bildnerischen, aber auch natürlich im geschriebenen Journalismus zu machen, wobei der geschriebene Journalismus natürlich im Vordergrund steht. Es ist eine Tageszeitung und die schreibenden Kolleginnen und Kollegen sind natürlich die bedeutenderen Journalistinnen und Journalisten vor Ort. Aber dem muss man sich so ein bisschen unterordnen. Aber wenn man das macht, hat man da auch relativ große Freiheiten und man trifft auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die dann auch wunderbar kollaboriert haben mit den jeweiligen Fotografinnen und Fotografen. Manchmal ging es dann auch skurril zu. Es sind so einige Bilder, die dann auch in dem Hello Camel Buch gelandet sind. Ich möchte nicht, dass es falsch verstanden wird. Krieg ist was unbeschreiblich Schlimmes. Das muss auf jeden Fall immer verhindert werden. Das ist also das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Gleichzeitig gibt es skurrile Momente, eigenartige Momente, die man eben nicht versteht, die wirklich einen verwirren und die auch einen gewissen Alltag zeigen in dieser Extremsituation. Und davon handelt dieses Hello Camel Buch. Also es geht ausdrücklich nicht darum, die Schrecken des Krieges zu relativieren, sondern es geht darum zu sagen, ja, es gibt mehrere Ebenen. Es gibt diesen Horror, da komme ich gleich noch zu, aber es gibt auch diese Skurrilität und diese eigenartigen Momente. Ich habe auch viele Jahre dann in Afghanistan gearbeitet, auch für die New York Times, aber auch für andere Publikationen wie Stern und Neon, Neue Zürcher Zeitung. Und da sind diese Bilder entstanden. Ich zeige dir einfach mal so. Und da sind also immer wieder auch Bilder, und das bitte ich zu entschuldigen, da sind auch immer wieder Bilder davor, die sind sehr schwer anzusehen. Die sind auch, ehrlich gesagt, kaum zu ertragen. Manchmal ist es auch eigenartig, wie hier, das ist natürlich ein riesiges Marihuana-Feld. Und dann aber gleichzeitig dann dieses unermessliche Leid und dieser Horror. Und das ist so gleichzeitig. Und das ist so das Verwirrende an so einem Ereignis wie Krieg, dass man dass es vielschichtiger ist, als man sich das vorstellt. Es ist also eben nicht wie in Kriegsfilmen, sondern es ist eben doch einsamer, trauriger, elender eigentlich als so ein Kriegsfilm. Ne? Kriegsfilm ist aber auch ein gutes Stichwort, denn ich habe viel Zeit auch mit den Soldaten und Soldatinnen der amerikanischen Armee verbracht. Das heißt, da werden wir am Ende, denke ich, auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Da geht es um dieses Embedding. Hat der eine oder andere bestimmt schon mal gehört, dass man ist eingebettet in den Truppen. Das heißt, man reist gemeinsam mit diesen Soldaten. Man ist völlig von diesen Soldaten abhängig. Die beschützen einen, die geben einem Nahrung. Also man Transportmittel. Man ist völlig diesen Menschen ausgeliefert. Und das ist natürlich eine sehr eigenartige Art zu arbeiten, wenn man Journalistin oder Journalist ist, wo der Ansatz ja doch auf jeden Fall sein sollte, sagen wir mal, nicht neutral zu sein, aber sagen wir, unabhängig zu sein und auch kritisch zu berichten. Und das ist natürlich ein riesiger Kompromiss und ein Dilemma, was da aufgetaucht ist in diesen Kriegen im Irak und Afghanistan, dass es oft keine andere Möglichkeit gab, überhaupt zu berichten, als dieses Embedding. Aber wir haben das also auch immer gemacht. Es gab beides. Es gab immer auch die Arbeit in der Zivilbevölkerung mit einheimischen Übersetzern und Übersetzerinnen, Fahrern, Kolleginnen und Kollegen. Und dann darüber hinaus gab es dieses Embedding, wo wir vielleicht am Ende nochmal drüber sprechen können. Nur mal ganz kurz jetzt so als Überblick über das, was ich da so fabriziert habe. Die Bilder wurden dann relativ die wurden sehr prominent veröffentlicht, das habe ich mich sehr gefreut, aber es war auch ein großer Erfolg
für die Bildredakteurin, für Beth Flynn, die ja doch ein großes Risiko eingegangen ist, mich als relativ unerfahrenen Kollegen da loszuschicken. Und es hat funktioniert. Also ich hatte dann Glück und konnte gut arbeiten, hatte sehr gute Kolleginnen und Kollegen vor Ort, andere Fotografinnen und Fotografen, die mich da also angeleitet haben und gesagt haben, hier, komm mal mit, ich zeig dir mal, wie das geht. Und das war wirklich ein Segen, also dass ich da nicht alleine war. Und die Bilder wurden dann veröffentlicht und das ist natürlich ein tolles Erlebnis, aber gleichzeitig mehr als das, das ist eigentlich ja genau der Grund, überhaupt diese Arbeit zu machen. Also der Antrieb, vor Ort zu sein, ist ja kein privater, sondern ich fahre ja nicht als Privatperson in diese schwierigen, diese Krisengebiete, sondern ich bin dort in meiner Aufgabe als Journalist. Und das ist der einzige Grund und die einzige Motivation, vor Ort zu sein. Und das schließt aber dann wiederum mit ein, dass die Arbeit veröffentlicht werden muss. Ne? Wenn die Arbeit nicht veröffentlicht wird, dann habe ich eigentlich kein Recht, vor Ort zu sein. Manchmal ist es aber auch so, dass man als Fotograf auch ein bisschen als Illustrator missbraucht wird sozusagen. Das ist hier so ein Beispiel dafür. Natürlich toll, Titelbild in der International Herald Tribune. Das war damals die internationale Ausgabe der New York Times. Und die brauchten ein Bild zum Truppenabzug. Und die haben dann gesagt, ja, fotografier doch irgendwie Soldaten, die in so einen Hubschrauber einsteigen. Ja, super, habe ich das gemacht. Und das war dann aber eigentlich nur eine Illustration des Textes. Das hatte eigentlich gar keinen journalistischen Wert. Also diese Truppen sind tatsächlich abgezogen, aber die sind einfach ausgewechselt worden. Also das war schon richtig. Die sind tatsächlich nach Hause geflogen. Aber es war also keine Lüge sozusagen. Es war nicht gestellt, aber es ist eine Illustration einer Idee, die also in New York entstanden ist. Das heißt, das hat eigentlich als Bild, als journalistischer Beitrag gar nicht so einen großen Wert, wie ich finde, sondern ist eigentlich eine Illustration des Textes, der dann innen abgedruckt wurde, wo es um Truppenabzug ging. Und sowas ist ein bisschen frustrierend, dass man also manchmal so ein bisschen keine eigene journalistische Leistung vollbringen darf, sondern so ein bisschen nur die Schmuckbilder macht, ja. Und das ist dann, kann schon mal eine Herausforderung sein. Hier so ein Bild, das habe ich gar nicht gewusst, dass die das mit meinem Bild gemacht haben. Da hat also irgendjemand auf meinem Bild rumgekritzelt. Wusste ich gar nicht. Ich bin nach Hause gekommen nach so ein paar Monaten und da hat meine Freundin dann immer die Zeitung gesammelt und die hat dann gesagt, ah, guck mal hier, sie haben auch auf dein Bild rumgemalt. Und das war so ein bisschen, aber ich musste nicht lachen, weil ich auch ein bisschen schade finde, weil ich habe gar nichts dagegen, wenn Leute auf meinen Bildern rummalen. Aber es wäre natürlich auch viel interessanter gewesen, wenn dieser Künstler oder Illustrator oder wer immer das verbrochen hat, wenn ich mit dieser Person kollaborieren können. Also sagen, okay, wir machen das mal zusammen. Und das findet manchmal nicht statt. Und das ist doch irgendwie was, wo man ein bisschen mitkämpfen muss. Journalismus ist immer Teamarbeit. Hier sieht man ein paar Leute, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Hier sieht man also schreibende Kolleginnen und Kollegen. In der Mitte sieht man Joao Silva. Das ist ein südafrikanischer Fotograf, der auch fest für die New York Times gearbeitet hat. Und der ist in Afghanistan auf eine Landmine getreten. Wir waren also auch gleichzeitig vor Ort und haben uns dann getrennt. Und er ist mit einer Einheit mitgegangen und nicht mit der anderen. Und er ist auf diese Landmine getreten. Das war hat er großes Glück gehabt. Also er hat es nur mit Glück überlebt. Aber es konnte ihn nicht brechen. Also es ist so ein Typ, der mich damals im Irak so angeleitet hat. Also mein Mentor sozusagen. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Da habe ich sehr mit gekämpft. Das also mein Mentor, wo ich dachte, jemand, der wirklich alles kennt und alles gesehen hat und der wirklich so kompetent ist in dem, was er da tut, dass er auf so eine Mine tritt und die Beine verliert. Das war schwer. Gleichzeitig ist es eine positive Geschichte, ist eine Überlebensgeschichte, weil es gab nämlich zwei Bomben und die eine hat nicht gezündet und er ist nur auf eine getreten und der wäre sofort im Himmel gewesen, hätte die andere auch gezündet. Also
ist, man darf da nicht den Fehler machen und sich selbst, denke ich, so als Held oder auch Opfer darstellen. Das wird manchmal gemacht. Vielleicht kennt der eine oder andere den Fotografen James Nachtwey. Da gibt es auch so einen Dokumentarfilm. Das sehe ich alles sehr kritisch, denn man macht diese Arbeit aus vollster Überzeugung und man muss die nicht machen. Das heißt, die Menschen, die dort vor Ort leben, und die haben da keine Wahl, die können also nicht nach Hause fliegen, wann immer sie wollen, sondern die sind dieser Situation ausgesetzt und können nichts entscheiden. Und ich schon, also oder meine Kolleginnen und Kollegen und ich auf jeden Fall, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann fliege ich nach Hause und die Sache ist fertig. Und das ist der große Unterschied und deswegen darf man nie den Fehler machen, sich selbst als Journalist oder Journalistin, als Held oder als total wichtig darzustellen. Denn wenn ich diese Aufgabe nicht mache, dann macht es halt jemand anders. Also wichtig ist nur, dass es jemand macht. Aber ob ich das nur mache oder jemand anders, ist absolut nicht wichtig. Ein Beispiel für diese einheimischen Kollegen ist ganz rechts unten, sieht man Khaled. Und Khaled wurde tatsächlich ermordet. Er war 21 und hat für die New York Times gearbeitet und wurde wahrscheinlich ermordet, weil er für eine westliche Zeitung gearbeitet hat. Ja, was ganz anderes. Bei allem Ernst und bei allem wichtigem Journalismus muss man auch immer da sagen, der eigentliche Kampf ist nämlich, diese Sachen, diese wichtigen Themen auch veröffentlicht zu kriegen. Und da bin ich nicht ganz unschuldig in dem, dass man auch schon mal Dinge produziert, die eher unterhaltend sind oder auch etwas, ja, also journalistisch vielleicht nicht ganz essentiell. Und das ist hier mein tatsächlich wahrscheinlich meist veröffentlichtes Bild überhaupt. Hier geht es um Nacktwandern in den Alpen. Ich habe eine Zeit lang in der Schweiz gelebt und habe da auch immer wieder für die New York Times gearbeitet, so kleine Aufträge gemacht. Und hier war so eine kleine, leichte, kuriose Geschichte. Da ging es um Nacktwandern in den Alpen. Das Nacktwandern ist so wie FKK, halt nur mit Wanderstiefeln. Und das war ziemlich lustig, weil die haben nämlich Mütze, Handschuhe und Wanderstiefel angehabt und sonst halt gar nichts. Und dann haben wir das so ein bisschen begleitet und fotografiert. Aber das ist tatsächlich, das ist im Archiv gelandet, das Bild, und ist wahrscheinlich das meist veröffentlichte Bild, was ich überhaupt habe. Viel, viel mehr veröffentlicht als die Irak-Bilder. Und das ist halt so, da muss man irgendwie mit klarkommen. Das darf man also nicht den Fehler machen und sagen, jetzt werde ich verrückt, weil da so viel Quatsch gedruckt wird oder veröffentlicht wird online. Man muss das so ein bisschen trennen. Ne? Aber das ist eigentlich der Kampf, die relevanten und wichtigen Themen in die Publikation reinzukriegen. Das ist die Aufgabe, das ist die Herausforderung so ein bisschen. Wobei man nicht dogmatisch sein muss, weil, wie man sieht, bin ich da auch nicht ganz unschuldig. Ne? Ich habe dann viele Bücher gemacht, so 5, 6 Bücher habe ich gemacht, hier mal 3. Und hier links ist dieses Warporn-Buch, das wurde zu Eingangs schon kurz erwähnt. Und das, darauf würde ich gerne nochmal eingehen, weil man diese Dilemmata, die also in dieser Arbeit in Krisen und Kriegsgebieten entsteht, nochmal ganz schön zeigt. Das Ganze war also eher experimentell. Ich hatte also auf meiner Festplatte Bilder, die nicht veröffentlicht wurden, weil sie einfach zu schrecklich waren. Also ich habe die meisten habe ich tatsächlich zu den Redaktionen oder zur New York Times geschickt, aber die wurden dann nicht gedruckt. Und das ist auch okay so. Also meine Ansatz ist nicht zu sagen, wir müssen jetzt diesen Horror in Tageszeitungen zeigen. Das sind auch Zeitungen, die an Familien geliefert werden. Das sind Kinder, die das sehen. Das ist also nicht die Idee, jetzt die Leute zu schocken, wie ich finde. Aber wir müssen wirklich überlegen, was machen wir mit diesen Bildern? Denn dieser Horror, dieser Schrecken, der wirklich ein Teil des Krieges ist, das ist ein wichtiger Teil des Krieges und wir müssen irgendwie einen Weg finden, mit diesen Bildern auch umzugehen, obwohl das natürlich eigentlich unmöglich ist. Ich habe es dann mal versucht mit diesem Buch und es ist so ein ganz kleines Buch geworden, es ist eigentlich sehr persönlich. Gleichzeitig haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen solche Bilder. Also es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die auf ihren Festplatten diese schrecklichen Bilder haben, die aber nie irgendjemand sieht, weil die Publikationen sagen, wir können die gar nicht veröffentlichen. Und das ist auch völlig okay so. Also das ist ein Dilemma. Das ist wirklich was ein ungelöstes Problem ist. Was machen wir mit diesen Bildern?
Und ich habe es dann eben mal in eine Buchform versucht und es hat eigentlich ganz gut geklappt, weil im Buch, ein Buch betrachtet man alleine. Also ich wollte die Bilder auch nicht ausstellen in der Ausstellung oder sowas oder online in einer Online-Galerie, sondern ich wollte, dass es so ein kleines Buch ist und dass man das alleine betrachtet und irgendwie damit klarkommen muss. Jetzt muss ich dazu sagen, dass diese Bilder sind ein bisschen eigenartig. Das ist die zensierte Version des Buchs über Selbstzensur. Also das zentrale Thema ist eigentlich die Selbstzensur. Einmal meine eigene Selbstzensur, denn es gibt viele Bilder in dem Buch, da habe ich gar keine Erinnerung dran. Also das heißt, ich habe dann so ein Jahr lang bin ich in meinem Archiv verschwunden und habe also nach diesen Bildern gesucht. Also nicht meine besten Bilder, sondern die schrecklichsten Bilder. Und dann habe ich gemerkt, einige davon, nicht alle, aber einige davon, da hatte ich keine Erinnerung daran, dass ich es überhaupt gemacht hatte. Aber ich war dabei, das sind meine Bilder, sind auf meiner Festplatte und ich habe die gefunden und es war schon gelöscht. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn man über Traumata nachdenkt und so. Das macht das Gehirn, also diese traumatischen Ereignisse werden gelöscht. Und das ist natürlich eine tolle Sache, das ist auch der Grund, warum ich nachts schlafen kann wahrscheinlich. Aber ist natürlich auch ein Problem, denn das ist nicht nur was einzelnen Menschen passiert, sondern auch das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir also diese Traumata auch irgendwo löschen, weil wir natürlich das auch irgendwie müssen. Gleichzeitig, wenn diese Dinge wirklich geschehen sind, und das sind sie, das sind ja echte Menschen, das ist ja kein, das ist ein wirkliches politisches Ereignis, so ein Krieg, dann haben wir eigentlich die Verpflichtung, auch uns dieses Leids und dieser Menschen zu erinnern. Und da hat natürlich die Fotografie eine sehr starke und wichtige Funktion, dass wir, weil wir erinnern uns in stehenden Bildern. Nicht in Fotos unbedingt, aber es sind doch solche Eindrücke, solche, man könnte sagen, solche Fragmente, die eher ein stehendes Bild sind als ein bewegtes Bild, könnte man sagen. Und deswegen ist die Verbindung zwischen Erinnerung und Fotografie sehr eng. Und daher entsteht natürlich eine große Verantwortung, die wir als Bildermacherinnen und Macher natürlich auch gerecht werden müssen. Und in dem Beispiel sieht man eigentlich, wie schwierig das aber ist. Die Bilder sind so eigenartig abgedeckt mit so einem Blatt Papier, das hier nicht, aber einige, weil die wurden angefertigt, als ich für einen Vortrag eingeladen war. Also es war so eine Einladung, es war so eine Diskussionsveranstaltung. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr könnt gerne mein Buch reproduzieren, aber ihr könnt natürlich nicht das jetzt groß an die Wand beamen oder auf so eine Leinwand. Und das wollten die machen. Die wollten also, die hatten so eine 6 Meter große Leinwand und haben gedacht, ja, wir beamen einfach immer die Bücher, die wir so da vorstellen, die werden dann an die Wand gebeamt. Und dann habe ich gesagt, na, das geht ja gar nicht. Das ist ja gar nicht die Idee des Buches, das ist was Kleines, das ist, was man einzeln anschaut und nicht als Gruppe in der Projektion. Und dann ging es irgendwie ganz schnell, ich stand auf einmal auf der Bühne sozusagen und dann ging es los und dann haben die, ich hatte die nicht gesehen, die Bilder, und dann haben die mir die so, haben die so gezeigt während dem Vortrag oder während dieser Diskussionsveranstaltung. Und erst musste ich voll lachen und dann dachte ich, oh, und dann war ich auch ein bisschen sauer, ehrlich gesagt, dass die also meine Arbeit zensiert hatten. Und dann habe ich gedacht, na, eigentlich ist es ja genial. Also eigentlich illustriert das ganz schön dieses Dilemma, was man hat. Wenn man den Kontext ändert, ne, also jetzt von dem Buch, wo das meiner Ansicht nach ganz gut geht, und man projiziert das ganz groß auf so eine riesen Leinwand, dann geht es eben nicht mehr. Und dann kann man aber sagen, okay, dann zensieren wir das und dann machen wir diese Zensur eigentlich oder diese Selbstzensur sichtbar. Und von daher war das dann eigentlich eine ganz gute Illustration dieses Dilemmas, dass diese Bilder uns aufgeben. Und manchmal wurde fast alles zensiert und das ist auch so komisch, weil die haben da so ein halbtransparentes Papier verwendet. Sie hätten ja auch einfach nur ein weißes Blatt nehmen können, aber das haben sie nicht. Also das ist auch irgendwie interessant, warum das so gemacht wurde, finde ich. Naja, auf jeden Fall gibt es noch einen Epilog und dann bin ich auch gleich fertig. Also der Vortrag ist nämlich nicht so lang. Es gibt einen Epilog zu dem Buch und das ist eine sehr persönliche und auch sehr schmerzhafte Geschichte.
Und zwar, das ist mein Großvater. Mein Großvater war also überzeugter Nazi, der hieß auch noch Dr. Adolf Bangert. Ist fast komisch, also das ist total absurd. Und er war tatsächlich überzeugter Nazi, was natürlich für uns in Deutschland keine Überraschung irgendwie ist. Ne? Das ist ja, gibt's ja in ganz vielen Familien. Wenn ich das aber zum Beispiel in Amerika zeige, das Projekt, dann die können es gar nicht glauben, weil die irgendwie denken, dass alle Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie verschwunden sind. Ne, die sind irgendwie alle zum Mars geflogen, aber das war natürlich nicht so. Wenn die den Krieg überlebt haben, dann sind die zurückgekommen in die Gesellschaft und dann war natürlich auch diese Ideologie nicht einfach weg. Und mein Großvater war also das schwarze Schaf in der Familie tatsächlich als überzeugter Nazi. Warum kommt das jetzt da in dieses Buch rein? Es ist wirklich ein Epilog, das ist so ein extra Kapitel. Und ich finde es sehr interessant, man muss anders sagen, der Text, der bei diesen Bildern ist, aus diesen Familienalben meiner Familie, der beschreibt, wie positiv mein Großvater den Krieg beschrieben hat. Also als ich so Kind war, hat er immer Geschichten erzählt aus dem Krieg und das war immer so eine Heldengeschichte. Ne? Ja, wir waren da in Russland und dann sind wir da mit dem Panzer und dann ging es da haben wir Pferde geritten und so weiter. Und das war eine Abenteuergeschichte. Und ich habe, als ich selber in Krisengebieten gearbeitet habe, irgendwie erst kapiert, wie sehr er sich selbst belogen hat. Dass er tatsächlich als seine eigene Heldengeschichte geglaubt hat und wie wenig diese Geschichte mit dem tatsächlichen Erlebnis des Krieges zu tun hat. Und diese Diskrepanz, an die habe ich mich dann erinnert, als ich an dem Buch gearbeitet habe. Und ich dachte, ich mache den Epilog sozusagen so ein bisschen als Warnung, vielleicht für mich selber, um zu sagen, wenn man also dieses Bedürfnis nach Selbstzensur, also sich selbst zu belügen, wie mein Großvater das getan hat, wenn man das kombiniert mit einer Ideologie wie die Ideologie der Nationalsozialisten, dann ist das was sehr Gefährliches und auch was sehr Machtvolles. Und deswegen ist das nämlich mit der Selbstzensur doch eine Sache, die man sehr ernst nehmen muss, wie ich finde. Okay, noch eine gestalterische Sache kann man vielleicht erwähnen. Das Buch, einige Seiten des Buches sind geschlossen und man muss die dann, oder man kann die dann öffnen. Mit so einem Brieföffner oder Messer kann man diese Extra-Seiten öffnen, wenn man will. Das ist also nochmal so ein gestalterischer Hinweis darauf, dass auch wir als Bildbetrachter müssen Entscheidungen treffen. Es ist jetzt nicht, wir sollten nicht passiv einfach nur online einfach nur so rumklicken, ohne Entscheidungen zu treffen. Wir müssen entscheiden, ganz bewusst entscheiden, was wollen wir sehen und was nicht. Und der Punkt bei dem Buch ist jetzt nicht zu sagen, das muss jetzt jeder sehen, aber ich finde, jeder sollte für sich selber entscheiden, will ich das sehen oder eben nicht. Ich musste entscheiden. Also das ist nicht nur die Entscheidung der Fotografin oder des Fotografen oder der Publikation. Es ist nämlich die dritte Ebene der Selbstzensur. Es ist auf jeden Fall, haben wir eine große Verantwortung als Bilderbetrachter. Was will oder was muss ich sehen und wie entscheide ich mich? Ne, diese Entscheidung. Und hier in dem Fall muss man sich entscheiden, will ich diese extra geschlossenen Seiten auch noch sehen oder eben nicht. Das ist meine Entscheidung und ich muss das dann tatsächlich öffnen oder eben nicht. Okay, dann noch ganz abschließend, da wird es noch ein bisschen anders. Mein Leben sah also viele Jahre so aus. Bin also durch die ganze Welt gefahren, ich habe in 79 Ländern gearbeitet und war unterwegs so ein bisschen wie so ein DHL-Paket. Ne, also immer überall auf der ganzen Welt. Aber ganz toll, war eine ganz großartige Zeit und ich zeige das nicht, um irgendwie so anzugeben. Mein CO2-Footprint ist eine Katastrophe. Also ich tatsächlich bin, glaube ich, seit 5 Jahren nicht mehr geflogen und bin ziemlich froh damit.
Aber in der Zeit war ich sehr viel unterwegs und habe sehr viel international gearbeitet für die New York Times und andere Publikationen. Und es war eine ganz großartige Zeit. Das war also eine Zeit, die für mich sehr, sehr sinnvoll war. Also ich habe gedacht, ich bin sehr in meine Arbeit aufgegangen und ich hatte das Gefühl, was Sinnvolles mit meinem Leben zu tun. Es war nicht nur für mich, sondern ich habe tatsächlich durch diese Veröffentlichung meiner Arbeit das Gefühl gehabt, ich leiste einen Beitrag, ich leiste einen gesellschaftlichen Beitrag mit meiner Arbeit. Und manchmal habe ich auch idiotische Sachen gemacht. Hier unten sieht man, ich hatte mal Bilharziose, das sind so Parasiten, die in einem wohnen. Also manchmal war es auch wirklich idiotisch, aber eigentlich so im Großen und Ganzen war es eine sehr sinnvolle Art, sein Leben zu verbringen, wie ich dachte. Und ich dachte, das geht dann für immer so weiter, ist natürlich nicht so gekommen. Ich habe dann irgendwann mit meiner Frau zusammen eine Familie gegründet und die Kinder kamen. Es gibt also noch ein paar Babybilder. Oh. Und das sind also alles Anna und Lilly. Und die Leute haben dann gesagt, ja, jetzt, wenn du Kinder hast, dann kannst du ja nicht mehr in Krisengebiete fahren. Du musst jetzt Verantwortung, hast jetzt Verantwortung und so. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Das hat also einige Jahre gedauert, bis ich irgendwie das klar hatte und gesagt habe, okay, ich muss wirklich weniger reisen, sonst funktioniert das nicht. Und habe dann angefangen zu unterrichten. Das war erstmal so ein Zufall und habe da so hier diese Leute getroffen. Das sind also Studierende aus Hannover. Und das war also ganz großartig. Es war also wirklich vielleicht die Rettung Nummer zwei in meinem Leben, diese Studierende zu treffen und dann gemeinsam mit den Studierenden Projekte zu machen und zu arbeiten. Und das hat natürlich unheimlich Freude gemacht, aber das ist mehr als nur die Freude. Es war wirklich ähnlich wie die Arbeit als Fotojournalist, war das für mich eine sinnvolle Arbeit. Eine Arbeit, die irgendwie was bringt. Also eine Arbeit, die wirklich nicht nur mir Freude macht, sondern auch irgendwie eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllt. In dem Sinne. Und deswegen zeige ich noch ganz, und dann bin ich fertig, zeige ich noch ein paar Bilder mit Präsentationen und Slideshows, die ich dann gemeinsam mit den Studierenden da so, das sind so illegale Slideshows, die wir einfach irgendwie haben uns dann immer zu Festivals selbst eingeladen und haben einfach unsere eigene Slideshow gemacht. Und irgendwann haben wir dann einen Bus gekauft, weil alle wollten immer mitkommen auch zu diesen Reisen und Exkursionen und wir haben dann gemerkt, mein Auto ist zu klein. Und da passen da gar nicht alle rein und haben gesagt, okay, wir kaufen einfach einen Bus. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben also einen Bus gekauft für 9.000 Euro und dann haben wir den noch lackiert und haben gesagt, okay, das ist jetzt der Fotobus. Und dann habe ich einen Busführerschein gemacht und dann haben wir dann bei einem ehemaligen Student, konnten wir es dann bei der Oma in die Scheune stellen. Da steht er im Moment. Der Bus ist 30 Jahre alt, ist so ein altes Ding, aber macht total Freude. Also, und wir fahren durch die Welt, aber es hat tatsächlich, es wirkt immer so ein bisschen, als wäre das so ein Spaßprojekt. Ist es natürlich auch, das macht unheimlich Freude, aber es ist, denke ich, ein sehr wichtiges Projekt als Ergänzung zu der Lehre in den Hochschulen. Ne? Also, das soll nicht die Lehre in der Hochschule ersetzen, sondern als Ergänzung, um Erfahrungen zu sammeln, um Menschen zu treffen, berufliche Erfahrungen zu sammeln, Verbindungen herzustellen unter den Studierenden. Denn es sind nicht nur Studierende aus Hannover, sondern auch von anderen Hochschulen. Es sind jetzt mittlerweile ungefähr 700 Mitglieder. Das liegt unter anderem daran, weil die Mitgliedschaft umsonst kostenlos ist. aber wir haben auch Fördermitglieder. Und das ist also ein klassisches Vereinsmodell. Und dann lernen sich diese Studierenden auch über die Grenzen der Hochschule hinaus kennen. Und das ist also ein wunderbarer Austausch und es entsteht eine ganz tolle Gemeinschaft. Und wir sind also unterwegs und lernen voneinander. Es werden also ganz, ganz spezifisch und ganz klare, bei allem Spaß, berufliche es ist eine berufliche Förderung. Also es ist also eine Nachwuchsförderung für junge Fotografinnen und Fotografen. Wir machen also Ausstellungen und Workshops Reisen. Es hat auch eine soziale Komponente, weil immer mehr Leute sich bewerben, als wir Plätze haben im Bus, werden also diejenigen Studierenden, die finanziell von den Eltern nicht
unterstützt werden oder die BAföG kriegen, werden bevorzugt. Und oft ist es so, dass die anderen dann mit dem Zug oder mit dem Auto nachkommen. Ne? Das also am Ende sind sowieso immer viel zu viele Menschen, aber das ist tatsächlich, gibt es eine soziale Komponente, die ist damit eingebaut, weil ich denke, das ist Teil unserer Aufgabe an den Hochschulen, aber natürlich auch in solchen Extra-Projekten da eine Diversität, aber auch eine Chancengleichheit herzustellen. Ja, und damit würde ich sagen, oh ja, da haben wir es nochmal, okay, würde ich sagen, also vielen Dank zunächst mal und dann bin ich sehr gespannt, ob es vielleicht ein paar Fragen gibt. Zack, so. Wunderbar. Und wenn wir Fragen besprechen oder diskutieren, also wenn es okay ist, wenn ihr oder sie die Kameras dann anschalten, weil dann sonst, ich rede jetzt schon seit fast einer Dreiviertelstunde mit mir selber und vielleicht fühlt sich das dann nicht gerade so schlimm an. Genau, Lars ist dabei. Da, Lars. Ja, ganz, ganz vielen Dank. Klatschen kann man ja nicht bei Zoom. Wenn einer anfängt zu klatschen, hört man die anderen nicht und so weiter. Das müssen wir jetzt auch uns denken, wie so vieles. Ach doch, Benjamin Blöckler hat schon gefunden, wie man klatschen kann. Ich wollte nämlich noch vorschlagen, ihr kennt das besser als ich. Es ist ja jetzt ein bisschen hoffnungslos oder auch ein bisschen steif, die Diskussion vorgliedern zu wollen. Christoph Bangert hat uns so viel angeboten, nachzufragen, sowohl zu seinem Werdegang, als auch hat uns einzelne Fotos gezeigt, wo sie vielleicht einhaken wollen und diese sehr grundsätzlichen Überlegungen, zum Schluss auch noch, wie man das alles vermittelt oder vermittelt kriegt. Alles ist natürlich fragwürdig und fragbar, nee, fragwürdig meinte ich nicht, wert nachzufragen. Fragwürdig. Genau. Wenn Sie, das ist der einzige Weg, ich würde sagen, es wird durcheinander gehen, aber wenn Sie eine Frage haben, die sich unmittelbar an das anschließt, was gerade zwei miteinander verhandeln, dann finden Sie da vielleicht auch bei diesen Reactions irgend so ein Zeichen oder wedeln hier in die Kamera rein, dann können wir es vielleicht doch hin und wieder bündeln. Aber sonst würde ich einfach sagen, feuerfrei ist eine ganz blöde Metapher, wenn man gerade über Kriegsfotos gehört hat, aber wer mag anfangen? Frau Lauterbach. Genau, ich habe einfach die Frage, ob Sie oder du irgendwie selber auch traumatische Dinge oder wie man damit umgeht. Also genau, so in die Richtung dann halt. Mhm. Ja, also ich habe manchmal, mache manchmal so Vorträge und manchmal regelmäßig kommt diese Frage und dann sage ich manchmal, wenn ich, aber das soll ich vielleicht nicht sagen, weil Lars ist da, dann sage ich, ja, ich trinke zu viel und schlage meine Frau. War Spaß. Nee, also das heißt, es ist eine Riesenherausforderung, ist auch eine völlig legitime Frage. Gleichzeitig würde ich dem, bevor ich antworte, und das mache ich auch sehr gerne, dem vorweg sagen, nochmal anschließend zu dem, was ich vorhin meinte, eigentlich ist es nicht relevant. Also wie jetzt die Journalistinnen und Journalisten klarkommen, ist nicht wichtig. Ne? Also wichtig ist, wie diese Menschen, die wir fotografieren, wie die klarkommen. Das ist das Thema. Ne? Also wir müssen über die Traumata dieser Menschen vor Ort sprechen. Wie eine ganze Generation, wie zwei Generationen mehr klarkommen und diese Traumata überwinden, auf einer persönlichen Ebene, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Wenn denn Traumata, das zieht sich, ist tatsächlich vererbbar. Ja, das ist nämlich, wenn der Krieg vorbei ist, noch nicht vorbei. Das geht dann nochmal zweieinhalb Generationen mindestens weiter. Und das ist das Interessante und eigentlich das Relevante bei dem Ganzen. Ne? Das ist, deswegen macht man diese Arbeit, damit genau man über diese konkreten Menschen spricht, denn das sind ja keine Schauspieler, das sind wirkliche Menschen mit wirklichen Geschichten und das ist das Wichtige. Und dann darüber hinaus, und wenn wir dann weiterreden, als nächstes kommen dann die einheimischen Kolleginnen und Kollegen. Und da ist es dann, finde ich, auch nochmal relevanter, da zu fragen, okay, wie kommen die klar? Was ist bei denen, wenn dann der Krieg vorbei ist, dann sind die immer noch da vor Ort und dann oft fehlt ihnen dann auch die wirtschaftliche Unterstützung quasi, weil der Auftrag weg ist. Ne?
Aber trotzdem ist das eine völlig legitime Frage und wir sind ja hier so auch unter uns und können das auch mal ganz offen besprechen. Ich habe immer wieder viel Pausen gemacht und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man kann diese Arbeit nicht permanent machen. Es gibt immer mal wieder Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit vielleicht zu viel machen und dann sich nicht in dem normalen Zuhause quasi nicht mehr klarkommen, weil sie sich in der extremen Situation tatsächlich wohler fühlen als im Alltagsleben. Also der Test ist nämlich nicht vor Ort zu sein, sondern der Test ist nach Hause zu kommen und dann sagt die Partnerin, ja, jetzt, Schatz, jetzt bringst du aber mal bitte den Müll raus. Und dann, und dann willst du schreien und sagen, ich komme gerade aus Afghanistan, was fällt dir ein? Ja, ich bin fast gestorben. Ist mir doch scheißegal, der scheiß Müll. Ne? Aber wenn du dann den Müll nicht rausbringst, dann ist alles vorbei. Und das ist die Kraftanstrengung. Das ist die Anstrengung. Diesen Alltag, der oft dann auch klein wirkt und auch banal und unwichtig, wenn man das nicht mehr schafft, den ernst zu nehmen, dann hat man ein Riesenproblem. Dann kommt man nicht mehr zurück sozusagen. Es gibt immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die nie zurückgekommen oder es nie schaffen, zurückzukommen und die dann auch einfach da bleiben, auch, also im Kopf. Ne? Und dann gibt es wirklich auch Kolleginnen und Kollegen, die Probleme mit haben, irgendwie Beziehungen einzugehen, Alkoholprobleme haben, Drogenprobleme und so weiter. Ne? Kann man natürlich argumentieren, die hätten die vielleicht auch ohne, dass sie in Kriegsgebieten gearbeitet haben, weiß man nicht. Ne? Also was zieht was an sozusagen. Aber also der Alltag, das Nachhausekommen, das ist die Herausforderung. Und ich habe mal für mich so zwei Sachen. Einmal habe ich großes Glück gehabt mit meiner Partnerin. Ne? Das ist also, wir sind ganz, ganz lang zusammen und das ist ein unheimlicher Rückhalt. Und wenn man also quasi was hat, wo man hin zurückkehrt, also zu Hause hat im Grunde, ne? Dann meine Familie, mein FAZ-lesender Vater und meine Mutter, also ne, das ist total wichtig, also das ist keine kleine Sache. Und wieder Pausen machen. Ich habe mal habe ich dann mal ein Jahr ausgesetzt. Und das hat mich dann auch irgendwie gerettet. Ist das so okay? Sonst fragt sie noch mal nach, die ist nicht so schüchtern. Aber ich habe schon zwei andere auf der Liste. Erstmal Felix Zimmermann und dann Anja Horstmann. Genau. Haben Sie irgendwie ein Lieblingsfoto? Und ja, wenn ja, welches? Ein Lieblingsfoto? Eigentlich nicht, weil es ist so, dass also es gibt ein paar Bilder, wo ich immer noch irgendwie mich gerne zurückerinnere oder wo ich sage, die mich selbst immer noch erstaunen. Ja, das ist zum Beispiel das mit dem Kamel oder das mit diesem Regenbogen, habt ihr vielleicht unterwegs gesehen. Das ist so eigenartig, dass ich fast selber nicht glauben kann. Aber ich glaube, heutzutage viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten in Serien. Und nicht in Einzelbildern. Ich glaube, da gab es auch so ein bisschen einen Shift. Also wenn man überlegt, wenn ich sage Vietnamkrieg zum Beispiel, dann fällt Ihnen oder euch vielleicht so einige Bilder, ein, zwei vielleicht dazu ein. Ne? Oder wenn ich sage Aylan Kurdi, ne? Klar, Einzelbild kennt jeder. Und solche Bilder, die also sehr, sehr bekannt sind, das ist eigentlich, wie soll ich sagen, es gab so ein bisschen einen Shift eigentlich hin zu dem seriellen Arbeiten, ne? In Fotobüchern oder aber auch in den Publikationen, ne? Auch das Online-Publikationen, wenn es gut gemacht ist, das ist kein Einzelbild, ne? Wenn man so ein Scrollytelling sich anguckt, das ist Geschichten erzählen mit Bildern. Und da ist auch, denke ich, eine Riesenstärke der Fotografie und die und das ist eigentlich das, was mich und auch viele Kolleginnen und Kollegen interessiert. Dieses Erzählen in Bildern, nicht im Einzelbild, sondern in der Serie, eine Abfolge von verschiedenen Bildern. Und deswegen ist eigentlich das so das Lieblingsbild, ja. Anja Horstmann.
Genau, erstmal vielen Dank und ich habe gleich drei Fragen, wenn das in Ordnung ist. Und zwar erstmal zu den Fotografien, wo du selber gesagt hast, du kannst dich gar nicht mehr daran erinnern, dass du sie gemacht hast. Und bei manchen von diesen Fotografien, wo man vielleicht doch innerlich erstmal schluckt, wenn man das Motiv sieht, frage ich mich immer, wie funktioniert das, dass diese Fotos trotzdem unserem ästhetischen Empfinden entsprechen? Also trotzdem so aufgenommen sind, dass sie halt publikationswürdig sind, ohne dass man noch viel schneiden muss, wenn ungefähr weiß, was ich meine. Also wie kann gleichzeitig dieser Schrecken und diese Ästhetik miteinander funktionieren beim Fotografieren? Genau, die zweite Frage wäre Selbstzensur versus Informationspflicht, über die du ja gesprochen hast. Du hast immer wieder gesagt, es sind wirkliche Menschen, denen das tatsächlich passiert ist. Und ich beschäftige mich mit was Ähnlichem in meiner Arbeit und ähnlich ist ein bisschen übertrieben, aber es sind halt Fotografien, die von den Nationalsozialisten über jüdische Bevölkerung gemacht haben. Und bei mir ist immer die Frage, die Bilder, die ich habe, zeige ich die meinem zukünftigen Publikum, also den Leuten, die mein Buch eventuellerweise mal lesen werden, oder schiebe ich da selber einen Riegel vor? Auf der einen Seite ist dann wieder, aber es ist ja, also es sind wirkliche Menschen, es ist tatsächlich passiert. Es sind aber auch diese Fotografien passiert. Also darüber müsste ich ja auch Informationen geben, was die anderen gemacht haben. Dann aber dieses Richtung, es ist ein doppeltes Leid oder ich würde das Leid der anderen nochmal reproduzieren, indem ich es ja nochmal zeige. Und das hat mich doch sehr auch daran erinnert, was zeigt man und was nicht. Und da wären wir dann auch bei der dritten Frage, nämlich auch deiner dritten Ebene der Selbstzensur, die dann aber dem Betrachter gegeben wird. In Warporn waren manche Seiten zugeklebt. Also die Entscheidung, schneide ich es auf oder nicht, liegt beim Betrachter. Du gibst die Entscheidung aber dennoch vor, indem du vorgibst, welche Seiten zugeklebt sind. Also genau, da frage ich mich, wie das Verhältnis dann letztendlich doch bei der dritten Ebene ist. Wer zensiert und wer entscheidet in dem Augenblick? Ja, super. Also habe ich. Es sind aber vier Fragen, aber das kriegen wir hin. Das ist überhaupt kein Problem. Die erste Frage ist im Grunde nach der Ästhetisierung. Ne? Das ist so ein ungelöstes Dilemma der Fotografie. Also es gibt natürlich den Vorwurf, dass man sagt, wie kann man denn ästhetische Bilder machen von schrecklichen Dingen? Das ist ein Riesenproblem. Und man kann natürlich aber auch gleichzeitig fragen, wie kann man denn schlechte Bilder machen von ganz wichtigen Dingen? Ne, also nur weil das Thema so ernst ist und weil es so unsagbar schlimm ist, musste man ja eigentlich Bilder machen, die Leute trotzdem sehen können oder wollen. Und das ist ein ganz schmaler Grat. Ne? Wenn man, vielleicht einige kennen den Fotografen Salgado, Sebastião Salgado. Ist für mich persönlich voll drüber. Denn da geht es doch sehr um die Ästhetik des Fotografen. Ne? Also der Fotograf sagt, mein Himmel ist halt super schwarz. Ne? Und dann, boah, Drama, Drama, Drama. Aber das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Aber ich als Betrachter sage, mir ist das zu viel. Da geht es mir zu sehr um die Ästhetik des Fotografen und zu wenig vielleicht um die Menschen, die er da abbildet. Aber das ist so das Dilemma, das ist diese Gratwanderung. Ne? Ich will Bilder machen, die veröffentlicht werden. Ich will Bilder machen, die auch wirklich dieses Leid zeigen. Und ich will die so machen, dass diese eine schlechte Bildkomposition nicht ablenkt von dem wirklichen wichtigen Inhalt. Gleichzeitig will ich nicht so übertreiben, dass es nur noch Komposition ist und so ein Effekt ist, wo man dann sagt, oh ja, toller Effekt, aber mir sind die Leute jetzt mal gerade egal, ich finde nur den Himmel so toll. Ja? Und da ist so ein schmaler Grat, ungelöstes Dilemma der Fotografie und da muss man sich so ein bisschen drin bewegen, denke ich. Und das hat im Grunde für mich persönlich ist so ein bisschen die Antwort ist so eine gewisse Ehrlichkeit, ne? Dass man sagt, okay, also es stimmt mit dem, wie ich es erlebt habe, überein.
Ja, also das ist, also ich will nicht sagen Neutralität und ich will nicht sagen Objektivität, ne, klar, sondern ich will sagen Ehrlichkeit. Ich sage, okay, es soll ehrlich sein, was immer das so genau ist, ne? Man merkt, das ist so nicht so ganz genau definiert. Aber ich glaube, das ist schon mal ein guter Anfang. Also wenn man nicht den Betrachter oder die Betrachterin bewusst belügen will, das ist schon mal ein guter Start. Ne? Und das ist gar nicht so einfach. Also, und das wäre so ein bisschen die Ästhetisierung. Dann hatten wir Selbstzensur versus Informationspflicht. Noch so ein Dilemma. Irgendwie haben wir nur vier Hauptdilemmata hier. Genau, das ist auch wiederum diese Spannung. Ich will mich nicht selbst zensieren und ich will die Menschen informieren. Das ist, wie ich vorhin sagte, eigentlich auch der einzige Grund, warum ich diese Arbeit überhaupt machen darf. Das ist die Voraussetzung, dass ich tatsächlich die dann veröffentliche. Und das ist dann natürlich auch die Enttäuschung und die Wut, die man dann auch hat, wenn das nicht gelingt. Gerade wenn es so wichtig ist, wenn es um Opfer dieser Kriege geht. Klar muss es aber immer auch irgendwo eine Selbstzensur geben, weil wenn wir ständig nur mit schockierenden Bildern zu tun hätten, das würde uns dann doch irgendwie etwas überfordern. Ich glaube nicht an diese Idee, dass wir abstumpfen würden. Glaube ich persönlich eigentlich nicht, denn wie sollen wir da abstumpfen? Also was uns abstumpft, ist diese Klischeebilder, ne? Der Mann mit Kalaschnikow oder so, ne? Also der Soldat, der irgendwie aus dem Fenster schießt und so. Das sind diese Klischeebilder des Krieges und da stumpfen wir auf jeden Fall ab, weil das ist irgendwie immer dasselbe. Aber wenn wir über wirklich sehr konkrete Personen sprechen, die Opfer von Gewalt und Kriegen werden, wie sollen wir da abstumpfen? Dann wäre eigentlich keine Menschen mehr. Ne? Also wir müssen da auch eine Empathie haben, sonst. Also das geht gar nicht anders. Das wäre also diese Spannung Selbstzensur in Informationspflicht. Ich bin auf jeden Fall bei der Informationspflicht, aber ich sage, wir müssen einen Weg finden, wo es eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllen kann. Und nur Leute zu schockieren, das ist keine gesellschaftliche Aufgabe. Das bringt gar nichts. Ne? Okay, dann haben wir NS-Bilder, die von jüdischen Menschen oder von Opfern des NS-Regimes gemacht wurden. Also wenn die Täter zu den Fotografen und Dokumentaristen werden. Ne? Ganz tolles Thema, gibt es tolle Beispiele zu. Völlig schwierig, ne? Was macht man? Ist es da eigentlich ein Dokument, wenn die Täter die Dokumentaristen waren? Gibt es auch von den Khmer Rouge zum Beispiel in Kambodscha, die haben viele Menschen, die bevor sie sie getötet haben, fotografiert. Gibt es auch aus Syrien übrigens solche Beispiele. Ich denke, da ist dann wiederum der Kontext unheimlich wichtig. Ja, das heißt, wie werden die veröffentlicht? Aber dass sie veröffentlicht werden dürfen, ist klar. Nur der Kontext ist wichtig. Man muss dem Betrachter eine Chance geben, den Kontext, diese Dinge einzuordnen. Und Bilder brauchen immer einen Kontext. Immer. Also das muss nicht unbedingt zwingend Text sein. Es können auch andere Bilder sein oder Video oder Sound. Aber es muss einen Kontext geben. Das Bild kann nicht für sich alleine stehen. Die Fotografie ist ein sehr offenes Medium und was wir in dem Bild sehen, passiert in unserem Kopf, nicht im Bild. Deswegen ist es so, wenn man so halbwegs das kontrollieren möchte, was man eigentlich, was die Rezipierenden empfangen sollen, dann muss es einen Kontext geben, einen Veröffentlichungskontext. Und das ist vielleicht die Antwort zu einem dieser Dilemmata, wenn die Täter die Dokumentaristen sind. Und dann haben wir am Ende Zensur. Was war das nochmal schnell? Die ist auf der dritten Ebene, wenn die Zensur eigentlich, wenn die Entscheidung der Zensur zum Bildbetrachter gegeben wird. Am Beispiel von Warporn, genau, wo du aber die Seiten zusammengeklebt hast. Und dann die Entscheidung weitergegeben hast, ob sie aufzuschneiden sind oder nicht.
Genau. Aber du hast die Entscheidung getroffen, welche Bilder zusammengeklebt werden. Genau, richtig. Genau. Also das heißt, es ist immer eine Mischung. Es ist nie diese drei Ebenen, die ich besprochen habe, fotografieren, Publikation, Rezipierende, das ist nie getrennt. Das ist immer, weil wer entscheidet denn, was in den Zeitungen oder Online-Publikationen zu sehen ist? Ja, wir natürlich. Ne? Also wir wohnen ja nicht in Nordkorea, wo es nur eine Zeitung gibt. Also das heißt, das regelt natürlich auch indirekt die Leserinnen und Leser. Und deswegen ist es nie eine klare, eindeutige und für sich getrennte Entscheidung. Und klar, in dem Fall habe ich dann vorgegeben, welche Bilder geschlossen sein sollen und welche offen sein sollen. Ja, genau. Aber ich glaube, da geht es mir so auch um eine Reflexion. Das heißt, diesen Start, also diese Zündung der Reflexion bei den Rezipierenden. Sag, okay, Moment, mache ich das jetzt oder nicht? Und dann ist das schon mal super, ne? Weil das machen wir oft, vergessen wir das so ein bisschen. Sagen, ich gucke mal ein bisschen Facebook für 2 Stunden. Ich habe ganz viele auf der Liste, sag dazu noch gleich was. Ich würde nur gern meine Möglichkeit hier als Moderatorin ein kleines bisschen missbrauchen und einen Kommentar einwerfen zu der vorletzten Frage. Mein Verdacht ist, dass die Opfer, die abgebildeten Opfer, sehr viel seltener was dagegen haben, dass ihre Leiden publik gemacht werden, als Menschen, die meinen, es sei doch hochproblematisch, das zu tun und es seien womöglich andere, unlautere Motive damit verbunden. Also sozusagen das Moralisieren gegen Fotografen und die Fotos publizieren, ist, glaube ich, sehr, sehr virulent. Und häufig wird sich da zum Anwalt von Opfern erklärt, die selbst gar nicht mehr die Möglichkeit zu haben, ob sie nicht vorgezogen hätten, dass dies publik gemacht wird. Also tendenziell würde ich mal davor warnen, ob man nicht mit dem Argument vor allem sich selbst und andere vorm Betrachten bewahren will. Aber ich bin natürlich eigentlich überhaupt nicht dran, weil ich habe 8 Leute auf der Liste und ich bitte nicht, jetzt frustriert zu sein, wenn das eine Weile dauert, bis sie drankommen. Einige haben mir auch ihre Meldung nur mir geschickt und nicht an everyone. Also wenn Sie jetzt denken, ich ziehe da einige vor, ich gehe ganz brav danach, wer mir wann gemailt hat. Und die nächste wäre Christine Bartlitz. Und ich freue mich sehr, Christine, dass du dich zugeschaltet hast. Wir wollen dich ja auch bald mal als Gast haben. Christine macht den Visual History Blog am ZZF in Potsdam. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und es war ein großartiger Vortrag. Also vielen, vielen Dank. Hat mich jetzt sehr beeindruckt. Dankeschön. Und ich habe so eine ganz alltagspraktische Frage. Wenn man gerade über Ethik nachdenkt, spricht im Fotojournalismus, ist es ja so, dass letztlich muss man ja eigentlich immer die Erlaubnis einholen. Jetzt haben Sie aber gerade das Bild der Leiche gezeigt. Ich kann mir vorstellen, das muss schnell gehen, 1-2 Tage. Also ich würde einfach mal wissen, da habe ich schon lange drüber nachgedacht, ob das wirklich gemacht wird, ob die Angehörigen gefragt werden. Mhm. Und wo ich Sie schon mal habe, wage ich jetzt ganz schnell noch eine zweite Frage. Und die ist, was macht eigentlich ein Bild zur Ikone? Ich war vor ein paar Jahren in der CO-Galerie, da gab es die tolle Ausstellung der Magnum-Kontaktbögen und einige sind Ikonen geworden, andere nicht. Und ich frage mich das seit Jahren und jetzt habe ich endlich mal einen Fotografen, der mir das vielleicht beantworten kann. Was für Entscheidungen sind das? Und da waren irgendwie 10 Bilder, die sahen fast alle ähnlich aus und wo man sich fragt, wenn er das genommen hätte, hätte das auch funktioniert oder nicht? Total. Ja, vielen Dank für die Fragen. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man journalistisch arbeitet, dann ist es immer so, dass man das Einverständnis der Fotografierten haben muss. Ja, also wir sind keine Paparazzi, die da rumlaufen und Leute knipsen, die das nicht merken. Das ist überhaupt nicht der Ansatz. Es ist so grundsätzlich, ja. Also das heißt, das ganz praktisch funktioniert es dann so, es gab einen Bombenanschlag in Bagdad und meine Übersetzerin und ich, wir fahren ins Krankenhaus und da sind die Leute, die also diesem Bombenanschlag zum Opfer gefallen sind und sie sind schwer verletzt. Und dann reden wir mit denen und machen ein kleines Interview, wenn das geht. Und es ist eigentlich immer so, dass diese Menschen auch nicht alleine sind, sondern dass da Verwandte und Familienangehörige vor Ort sind. Und dann reden wir mit denen und sagen, okay, was ist hier passiert?
und wie heißen Sie denn und ne, wer sind Sie denn? Und dann ist es ganz häufig so, also und dann passiert dann zwei Sachen. Manchmal ist es so, dass die Leute sagen, ich kann jetzt, also ne, lass mich in Ruhe. Und dann muss man das auch respektieren. Dann lassen wir diese Leute in Ruhe. Und dann, aber überraschend oft ist es tatsächlich so, dass die Menschen sagen, nein, ich möchte, dass ihr das erzählt. Ne, nicht, weil ich wichtig bin oder so, aber ich möchte, das ist so was Schlimmes, was uns hier als Volk passiert. Wir wollen, dass das dokumentiert wird. Da schwingt natürlich diese Hoffnung mit auf eine Veränderung. Und die wird natürlich, das ist das Tragische auch an diesem Journalismus, nicht erfüllt. Das heißt, die Menschen, die wir fotografieren und über die wir schreiben, denen wird in allermeisten Fällen nicht geholfen. Das ist das Schwierige daran. Ne? Aber dennoch denke ich, ist es ganz entscheidend wichtig, diese Arbeit zu machen. Und zwar nicht nur für uns dann als Journalistinnen und Journalisten, sondern auch für diese Menschen zu sagen, okay, also uns so ganz egal ist das jetzt aber nicht hier. Ne? Also ihr habt eine Stimme und das ist bestimmt nicht perfekt und es wird nicht sofort, der Krieg hört nicht sofort auf. Was natürlich die Hoffnung ist, ne? Wenn wirklich die Leute bei euch in deinem Land oder in Amerika oder in Deutschland wissen würden, was uns hier passiert, der Krieg würde sofort beendet werden. Und das passiert eben nicht. Das ist das Tragische, aber das stellt für mich persönlich nicht die Arbeit in Frage. Das ist einfach, da muss man muss man da weitermachen und sagen, und wir machen das nicht, um einen direkten Effekt zu erzielen, sondern wir machen das, weil wir daran glauben, dass wenn wir diese Arbeit nicht machen, ist es noch schlimmer. Also wenn wir den Menschen zu Hause nicht die Möglichkeit geben, sich zu informieren über diese Dinge, die passieren, dann ist es noch schlimmer, als wenn wir sie jetzt nochmal zum Opfer machen mit so einem Bild oder so. Wenn wir das ignorieren, ihr Leid ignorieren, das ist unmenschlich, das steht uns gar nicht zu. Wir müssen uns für diese Menschen interessieren. Das ist, eigentlich haben wir die Pflicht, das zu tun. Von daher, ganz konkret zu dem Beispiel, da war ein Bild drin in meiner Slideshow aus dem Irak, wo so ein Körper zu sehen war, der so ganz rot war mit solchen Blutergüssen und so. Und zwar war das in dem Fall so, dass der Bruder dieses Mannes, den man da sieht, angerufen hat, die Übersetzerin, mit der ich zusammengearbeitet habe, und gesagt hat, ihr müsst kommen, ich habe meinen Bruder gefunden, der ist im Leichenhaus, wir müssen, ich will euch den zeigen, ich will, dass ihr das seht. Ne? Also der war entführt worden, es ging um Gewalt zwischen Schiiten und Sunniten im Irak und es wurden sehr viele Menschen einfach entführt von der Straße oder in illegalen Kontrollen. Und die sind einfach verschwunden und dann war er 10 Tage weg und dann irgendwann haben sie ihn auf der Straße gefunden und er war gefoltert worden und die Leiche war in ganz schlechten Zustand. Und er wollte, dass wir das sehen. Er hat gesagt, ich will, dass ihr das seht. Das ist wichtig. Und dann haben wir das gemacht und dann wurde das veröffentlicht und das hatte natürlich für diese Familie keinen Effekt im Grunde, außer dass sie vielleicht gedacht haben, okay, so irgendwen interessiert es vielleicht doch irgendwie. Also da schwierig, aber deswegen, gerade wenn man dann Leichen sieht, oder dann muss man natürlich auch noch fragen. Und in dem Fall war dann tatsächlich Familienangehörige dabei. Das ist ganz klar. Eine ganz heikle Sache. Es gibt auch Leute, die sagen, man sollte es überhaupt nicht machen, man muss andere Bilder finden. Ich denke, wenn diese Dinge stattfinden und ich das fotografieren darf, dann muss ich das machen, auch wenn ich gar nicht vielleicht will. Also man muss sich dann selber, finde ich, auch sehr viel abverlangen, weil das der erste Impuls ist zu sagen, das fotografiere ich jetzt nicht, das kann ich gar nicht. Das stimmt, also ne, ich kann das. Und dann muss man wirklich tapfer sein und sagen, das ist aber meine Aufgabe. Und wenn ich das nicht kann, wenn ich mir das zu viel ist und ich persönlich das nicht hinkriege, dann habe ich da eigentlich nichts verloren. Und das ist natürlich so eine gewisse Härte, aber ich glaube, das ist schon ganz entscheidend wichtig, weil da geht es gar nicht um mich. Das war das eine. Und das zweite, die zweite Frage ist nicht gerade so ernst. Ikonen, ja, weiß niemand. Also es gibt da die wildesten Theorien, welche Bilder zu Ikonen werden.
Ich glaube persönlich, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass es Bilder sind, die gesellschaftliche Veränderungen, die wir so stattfinden gerade, sozusagen bebildern. Ich will nicht sagen illustrieren, aber das heißt, dass die Bilder zu Symbolen werden für gesellschaftliche Veränderungen, die so gerade stattfindet. Es gibt diese Theorie, dass so 3-4 Bilder den Vietnamkrieg beendet haben. Das geht ja gar nicht. Bilder können keine Kriege beenden. Das ist naiv. Aber es gab Veränderungen in der amerikanischen Gesellschaft gegen Ende des Vietnamkriegs, die natürlich sehr stark gegen den Krieg waren. Und diese Bilder wurden zu Symbolen für diese Veränderung. Und das kann die Fotografie sehr gut. Quasi Dinge, komplexe Dinge, relativ gut zu verdichten. Und dann wird es eine Ikone. Aber planen kann man das leider nicht. Habe ich auch versucht, geht nicht. Ist ein bisschen Zufall, wer dann das Bild auch wirklich tatsächlich gemacht hat. Weil das ist ein Einzelbild, ne? Anders als die Serie, da kann man wirklich als Autor oder als Autorin etwas erzählen. Ich komme so voll ins Quatschen, ne? Sorry, ist so lang. Aber beim Einzelbild ist es kaum planbar und es ist auch gut so. Gut, dann ist Natalia Köppel schon ganz lange auf der Liste. Genau, meine Frage knüpft ein bisschen an die von Anja Horstmann an mit den zugeklebten Seiten in dem Buch. Da würde mich einfach noch interessieren, ob Sie da irgendwie Feedback bekommen haben, wie viele Leute tatsächlich jetzt die Seiten aufschneiden oder ob es da irgendwie so eine Diskussion drüber gab, weil ich hatte im Vorab an die Veranstaltung heute ein Interview mit Ihnen gelesen, wo das eben auch zur Sprache kam und das war das irgendwie das Erste, was mir einfiel. Ich hätte alle aufgeschnitten. Also muss mich dann auch selber als so juristisch irgendwie kritisieren, dass ich da, glaube ich, gar nicht so schnell hätte reflektieren können und direkt alles irgendwie ja aufgemacht und mir angeguckt hätte. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ganz unterschiedlich. Manche Leute sagen, oh ja, okay, und gucken, blättern so durch und machen alle auf. Easy. Und andere haben 2 Bilder angeguckt und fingen sofort an zu weinen. Die konnten gar nicht mehr weitergucken. Und das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, das müssen wir mit einkalkulieren, dass doch die emotionale Reaktion zu solchen Bildern äußerst unterschiedlich ist. Und daher ist schwer zu sagen, aber es gibt doch, ich glaube, viele haben die Bilder geöffnet, aber das ist so gar nicht so der Punkt. Ne? Ich kenne auch dann, das war ganz in der Fotowelt, haben viele die nicht geöffnet, weil sie das Buch nicht kaputt machen wollten. Und Leute, die, also das Tolle an dem Buch war, dass es über die kleine Bubble der Fotowelt ein bisschen hinausgegangen ist, was selten ist. Und dann auf einmal waren es ganz normale Menschen und denen war das egal, ob das jetzt ein Sammler toll Buch ist oder was weiß ich. Ne? Also die haben einfach das nur gemacht, weil es einfach nur Papier ist halt. Ne? Und das war eigentlich sehr schön, also dass es normale Menschen erreicht hat. Und das war äußerst interessant. Aber ganz unterschiedlich. Ich glaube, dass sozusagen gerade, also ich meine, jetzt ist ja nochmal vorsortiert, wer kauft sich ein Buch Warporn, mit welcher Erwartung, weil man könnte ja auch denken, weil Frau Köppel sich jetzt gerade in Verdacht hatte, voyeuristisch zu sein, dass das, was wir unter Verschluss legen, umso attraktiver wird. Aber ich glaube, da sind schon durch den Titel, durch das Kaufen des Buches, da sind ja sozusagen schon Filter vorgeschaltet, sodass man die Leute, die sagen, möglichst viel Gewalt, die sind nicht unbedingt jetzt dabei. Ne? Aber genau. Sehr guter Punkt. Das war auch eine sagen wir mal, eine Bedenken, die wir hatten, dass es tatsächlich Menschen sein könnten, die das ganz geil finden, ja. Ne? Aber das war nie, also überhaupt gar nicht. Ich glaube, das liegt auch an dem Objekt, an dem, so einem kleinen Buch. Das sind dann, weil man eh alles online findet und so. Man findet ja viel schreckliche Bilder online, ja. Also das ist gar nicht der Punkt. Das ist also überhaupt völlig uninteressant für solche Leute, so ein Buch. Es ist wirklich für Menschen gemacht, die sich mit dem Phänomen Krieg beschäftigen, aber auch mit Bildern des Krieges und auch vielleicht mit unserer Bildkultur. Und das ist, ja, und dann mit dem Titel, der ist völlig richtig, der so voll drüber ist im Grunde, ne? Der also sagt ja, das ist, also muss man vielleicht einen Satz zu sagen, das ist ein feststehender Begriff, Warporn. Das heißt, das sind Bilder oder Videos, die eigentlich
unter den Soldaten, aber auch der Zivilbevölkerung in den Krisengebieten ausgetauscht wird. So wie richtiger Porn, ne? Also, oder sexualisierter Porn halt. Dass es so getauscht wird unter der Hand. Und das, damit wird eigentlich, und das sind Videos und Bilder, die dann eigentlich normalerweise damit bezeichnet werden. Und ich habe das mehrfach in Diskussionen, auch bevor ich das Buch veröffentlicht habe, erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, was du da machst, ja, pornografisch. Das darf man ja nicht, ne? Das ist ein Tabu. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt, was passiert denn wohl? Es war so ein Experiment, wenn ich das selber Warporn nenne. Also ich glaube nicht, dass es Warporn ist, ne? Ist klar. Aber wenn ich so nenne, dann ist es aber immer noch nicht weg. Dann ist es aber immer noch irgendwie, sind diese Bilder da und ich habe die gemacht. Ich war dabei und wir müssen was damit machen. Ne? Also es löst das Problem nicht, wenn wir sagen, ja, das ist irgendwie voyeuristisch oder pornografisch. Das war so dieser, ne, so ein voll drüber Titel. Außerdem war es ziemlich, ziemlich lustig, wenn man dann eingeladen, ich wurde dann eingeladen, als das Buch rauskam, zu, ne, WDR 5 und so Kulturradio, Deutschlandfunk, ne? Und dann ist es immer lustig, weil die haben sich nicht getraut, Porno zu sagen. Nur so, das war nur ein Witz für mich selbst, aber das ist kein lustiges Projekt. Also, aber es war eine Herausforderung. Man hat so gemerkt, die haben immer so eine kurze Pause gehabt. War Porn. Ja, aber nur am Rande. Wenn ich das richtig verfolgt habe, haben Michaela Scharf und Sonja Reischle ähnliche Fragen im Kopf gehabt wie Vorgängerfragen und dann sehen sie jetzt selber im Chat zum Mitlesen, ist der nächste Kenan Striegel, Helena Helm, Carlo Tulic in der Reihenfolge. Ja, hallo und danke für den Vortrag. Mich würde jetzt interessieren, aus welchen Beweggründen du in den Krieg gegangen bist, um dort zu fotografieren. Wegen dem Jobangebot, worauf du quasi 2 Jahre lang gewartet hast, oder dann doch eher wegen dem, ja, aufklärerischen Auftrag, sag ich mal. Mhm. Ja, und noch eine zweite Frage. Wie kommunizierst du das, was du erlebt hast, mit den Menschen, die dir lieb sind? Vor allem mit deinen Töchtern auch, wenn die so jung sind noch. Ja. Ja, super Fragen. ja. Ich habe da auch noch nicht so eine richtige Antwort auf die zweite Frage, aber das sage ich einen Satz zu. Zur Motivation am Anfang ist es so, zunächst ist es ein ganz klassisches journalistischer Antrieb. Ne? Ich glaube, dass es wichtig ist, ich habe ein Interesse an politischen Ereignissen und Krieg ist ein politisches Ereignis. Ich dachte, ich muss da irgendwie meinen Beitrag leisten. Gleichzeitig wäre es auch gelogen, wenn man sagt, das ist also rein 100%, das ist der einzige Antrieb. Ne? Das gibt schon mal, die Leute sagen, ja, ich bin halt Journalist, das ist meine Aufgabe und so. Und das ist auch richtig. Aber man wäre, glaube ich, nicht ehrlich, wenn man sagen würde, das wäre das Einzige. Natürlich ist es auch, wenn man irgendwie Mitte 20 ist, auch unheimlich spannend, ja, auch eine Herausforderung, auch was einen irgendwo reizt. Als junger Mann Mitte 20, vielleicht können einige hier sich damit identifizieren, dann hat man natürlich auch, du willst nicht so sein wie deine Eltern, ja, ist klar, ne? Anderes, also willst du irgendwie auch ausbrechen aus diesem kleinen Kaff und raus und in die Welt und irgendwie dich beweisen und sagen, ich will was machen, was also größer ist als ich selbst, ja. Was halte ich aus? Ne? Also natürlich, und das spielt eine Rolle und man muss da ganz ehrlich sein und das ist nicht sehr nobel oder so, aber natürlich ist es auch mit ein Antrieb zu sagen, okay, schaffe ich das? Ne, kriege ich das hin? Ne, ist es wirklich was ich kann? Und das gemischt dann mit dem Journalismus. Also das heißt, man könnte es ein bisschen so diesen Abenteuergedanken nennen. Ne? Schrecklich, aber das ist so. Und dann über die Zeit ändert sich das. Und das ist wichtig. Über die Zeit wird dieser Abenteuergedanke weniger, diese idiotisch sein, ja, und ich fahre jetzt mal in den Krieg. Und der Journalismus wird ernsthafter und besser.
Und wenn man das schafft, diese Balance dann irgendwie hier so hinzukriegen, dass irgendwann am Ende sagt, man sagt, okay, ich arbeite professionell als Journalist, in meinem Fall mit Bildern, aber das spielt keine Rolle, und leiste meinen gesellschaftlichen Beitrag, die Arbeiten werden veröffentlicht, es ist nicht nur für mich. Ich glaube, dann ist man eigentlich ganz, ganz gut unterwegs. Und dann das zweite, ja, meinen Kindern, ja, die kennen das Buch nicht. Ich habe ihnen das ist ganz oben im Regal, ja. Und da muss man noch ein bisschen warten. Ne? Das ist natürlich was Kinder nicht so richtig einordnen können, wobei auch ne, bei mir im Büro fliegen alle möglichen Bücher rum, die gucken da schon mal rein und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Kinder das fast besser irgendwie klar kriegen als die Erwachsenen, weil sie nicht diese komplizierten Tabus irgendwie gelernt haben, die wir gelernt haben. Ne? Und das ist ja auch okay, dass wir diese gelernt haben. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Aber es ist aber eigentlich, ich glaube nicht, dass das jetzt so der richtige Zeitpunkt ist, aber auf jeden Fall muss ich irgendwann in den nächsten Jahren mich mit Ihnen hinsetzen und das Buch durchgucken. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Also es ist vielleicht auch ein Teil für mich ein Grund, so ein Buch zu machen. Auch gegen mein eigenes Vergessen quasi anzukämpfen und sagen, ja, nee, ich war schon da. Ne? Helena Helm. Ich hätte zwei Fragen. Das erste passt zu dem journalistischen Antrieb. Und zwar häuft sich ein Charakter, eine Art Charakterzug bei den Journalisten tatsächlich, und wenn ja, welcher? Weil ich nehme an, das ist so ein spezifisches Gebiet und nicht alle Journalisten sind gleich, aber wer tümmelt sich denn dann am häufigsten in diesen Kriegsgebieten? Und wenn man das länger macht, welche Evolution setzt ein und passiert dann der Moment, wo man aufhört, Bilder zu machen, weil man weiß, die werden nicht veröffentlicht, und schützt man sich in dem Moment dann auch vielleicht selber und sagt, nee, das will ich auch nicht mehr auf Foto festgehalten haben, und dann vergesse ich das einfach und spart ja. sich das größte aus, weil es eh nie veröffentlicht wird? Das ist richtig, das ist eine gute Frage, das ist perfekt. Das Erste ist, wir machten sowas. Also zunächst muss man sagen, Fotojournalismus ist nur ein kleiner Teil der Fotografie und nur ein kleiner Teil des Journalismus. Ne? Das ist der Journalismus, und der Fotojournalismus ist ein kleiner Teil. In diesem kleinen Teil Fotojournalismus ist noch ein kleinerer Teil Journalismus, der sich mit Kriegs- und Krisengebieten beschäftigt. Ne? Das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Fragment, so eine ganz kleine Nische dieser ganz großen Journalismuswelt. Und natürlich völlig aus den Proportionen gehauen, weil es so eine Dominanz hat, weil es so irgendwie fasziniert. Ne? Deswegen sind wir auch heute hier, weil es natürlich auch interessant ist, weil man gewisse gesellschaftliche Dinge oder unseren Umgang mit Bildern oder mit Journalismus auch ganz schön sehen kann, ne? Weil es so irgendwie offensichtlicher ist. Aber eigentlich gar nicht so ein Riesenfeld. Und dann, wer macht sowas? Ja, da gibt es so zwei Sorten. Ne? Also da gibt es Fotografen, die Schals anhaben und die keine Schals anhaben. Eine Zeit lang musste man Schal tragen. Ich habe keine Schals getragen. Es gibt tatsächlich so ein bisschen so Cowboy-Typen, die gibt es, so ein bisschen Draufgänger. Und manche sind eher so die Planer und die sehr, sehr organisiert unterwegs sind und auch tatsächlich echt auch Schiss haben. Ich hatte immer Schiss, ne? Ich hatte immer voll Angst. Und die anderen, die Cowboys, haben auch Angst, aber die überspielen es halt mit ihrer großkotzigen Macho. Und das sind die Schalträger, die Cowboys. Ja, das sind Schalträger, ja. Schals, Ringe, könnt ihr mal sehen, wenn du nochmal einen Fotografen einladest. Nee, aber ist ein Vorteil, ist jetzt Spaß. Also, aber es ist wirklich ein bisschen so, man darf aber die Cowboys auch nicht unterschätzen. Nur weil das Cowboys sind, ist es nicht so, als würden die, könnten die jetzt keine sinnvolle Arbeit machen. Also das ist so ein bisschen eine Typfrage, und das war vielleicht auch die Frage, wer macht sowas, ja. Deswegen muss man da so ein bisschen auch vorsichtig sein mit seinen eigenen Stereotypen und sagen, okay, das sind so Draufgänger, Macho, Kerle, was zum Beispiel überhaupt nicht stimmt. Ne? Viele sind auch tatsächlich Kolleginnen, auch in Kriegs- und Krisengebieten. Und es gibt keinen Grund, warum das nicht auch Kolleginnen machen sollten. Ne? Grundsätzlich haben wir ein großes Problem im Fotojournalismus. Es sind ungefähr 15% Frauen nur im Fotojournalismus unterwegs. Und das ist nicht gut. Ne? Das ist ein Problem. Ja? Das ist also eine Katastrophe.
Das ist was, woran man wirklich arbeiten muss. Von daher, ja, es tauchen eigenartige Vögel schon mal auf, aber eigentlich so die meisten sind eher so die Planer und so ganz normal. Wobei manchmal, jetzt bin ich ja quasi im Ruhestand, das ist nicht mehr so, aber früher wurde ich dann eingeladen zu so einem Vortrag und die wollten dann mal so richtig so einen wilden Kerl so und so ein, ne, beim Lions Club oder so, mal so ein richtig so ein bah, ne, Kriegsfotograf. Und die waren immer total enttäuscht. Oh Gott, ist der normal. Ja, kann ich nichts dafür. Also von daher hat mit Erwartungen zu tun und auch mit den Klischees, ne? Ist klar. Okay, und das war die zweite Frage. Ist es okay so? Ja, ist es verständlich? Wie man sich wandelt, ob man irgendwann aufsteckt, war, glaube ich, noch ein, oder? Ob man aufhört, Bilder zu machen, weil sie nicht veröffentlicht werden oder und dann hört man also auch für sich selbst nicht mehr. In der Zeile verrutscht in meinen Notizen. Völlig richtig. Ja, das passiert tatsächlich. Ich kenne also Kolleginnen und Kollegen, die dann tatsächlich diese Bilder, wie sie in dem Warporn-Buch bei mir gelandet sind, nicht mehr gemacht haben, obwohl sie hätten machen können, weil sie gesagt haben, für wen soll ich die denn machen? Will eh keiner sehen. Und das ist ein Problem, finde ich. Ne? Weil wer weiß schon, was man hier diese NS-Bilder, was weiß ich, wer weiß schon, wie das in 30 Jahren ist. Ne? Das sind vielleicht auch Zeitdokumente, historisches Material. Das ändert sich. Und denke ich, deswegen hatte ich mir aus irgendeinem Grund, nicht weil ich das wirklich verstanden hatte, in dem Moment, also ne, das war mir so, dass ich so mehr so eine Sturheit eingebaut habe irgendwie, dass ich gesagt habe, ich will alles fotografieren, was ich erlebe, alles. Und genau diese schrecklichen Dinge, wie auch diese eigenartigen Dinge, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ja. Hallo, Tulic. Ja, hört man mich? Erstmal? Ja. Ja. Okay, also ich habe tatsächlich mehrere Fragen, die aber vielleicht eine große Frage sind. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Und zwar wollte ich fragen, eigentlich so mit, also Sie haben gesagt, es ist unwichtig, dass Sie es machen, sondern dass es irgendjemand macht. Und dann doch sagen Sie aber, dass es irgendwie wichtig ist, dass es auch Frauen oder Frauen machen. Und das heißt, dass es schon, finde ich, wichtig wäre, dass es was für ein Mensch dahin geht, weil ein Mensch bringt auch immer seine eigene Perspektive da rein. Richtig. Und es macht schon Unterschied, ob da jemand, was sagen wir, aus Deutschland kommt und Fotos macht oder jemand, weiß nicht, aus Bosnien, der einen Krieg da in den 90ern erlebt hat. Ja. Und genau, und das wollte ich auch fragen, also dann dazu wollte ich auch noch fragen, wenn Sie in ein Kriegsgebiet gehen, gehen Sie ja mit einer bestimmten Frage hin, worauf Sie sich fokussieren und was Sie zeigen wollen. Ja, und dann habe ich noch eine kleine Frage, aber die würde ich vielleicht am Schluss dann fragen. Ja, also das Ziel. Also im Grunde ist es eine Frage der Diversität. Genau wie auch sonst im Journalismus oder in der Lehre oder in den Hochschulen oder in unserer Gesellschaft. Das ist die Frage der Diversität. Das ist in der Geschichte der Fotografie und des Fotojournalismus ziemlich katastrophal, weil natürlich die letzten 100 Jahre von weißen europäischen oder nordamerikanischen Männern bestimmt wurde, ähnlich wie die Kunstgeschichte auch. Also klar, das ist so und da müssen wir wirklich dran arbeiten. Das ist die Herausforderung. Was ich am Anfang meinte, ob ich jetzt persönlich, ich als Person da bin oder nicht, ne, das ist gar nicht so entscheidend. Ne? Aber dass natürlich verschiedene Perspektiven auf so ein politisches Ereignis entstehen, das ist natürlich sehr wichtig. Das ist ganz klar. Ne? Also es ist nicht egal, wer das macht. Es ist egal, ob ich das mache. Es ist aber sehr wichtig natürlich, dass das Frauen und Männer und dass das Menschen sind, die von vor Ort, die lokal, die dort gelebt haben, bevor der Konflikt angefangen hat, dass das ganz verschiedene Perspektiven sind, aber auch ganz verschiedene Perspektiven sind. Denn es gibt dann das Argument zu sagen, ja, du als weißer Mann, du darfst gar nicht nach Afghanistan fahren, das steht dir gar nicht zu. Ne? Das müssen mal hier die afghanischen Fotografinnen und Fotografen machen, ne? Und das würde ich so nicht so sehen, weil das ist ja bestimmt eine wichtige Perspektive in dem Sinne. Ja, das heißt also von den einheimischen Kolleginnen und Kollegen, aber es ist nicht die einzige Perspektive.
was zum Beispiel ein Vorteil ist, wenn man Außenseiter ist, wenn man nicht genau checkt zunächst, was passiert, ist, dass man natürlich auch die Brücke bilden kann zu den Menschen in meinem Heimatland. Ja, das heißt, dass man genau das, darum geht es ja gerade, diese Empathie, aber auch dieses Anerkennen zu erzeugen in der eigenen Gesellschaft. Und da natürlich Menschen auf der ganzen Welt unterschiedlich Bilder machen und unterschiedlich schreiben. Das heißt, afghanischen Kollegen, die fotografieren anders als ich. Und das ist ja auch gut so. Das ist eine andere Bildtradition auch. Ja? Und die Bilder werden anders gelesen. Aber davon sollte man sich inspirieren lassen. Das sollte man kennen. Man sollte sich damit beschäftigen. Aber dennoch ist es eine ganz wichtige Perspektive auch des gut informierten Außenstehenden. Und man arbeitet immer, 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 das ist so das Geheimnis des internationalen Journalismus, was nicht so geheim ist, immer mit einheimischen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Immer. Das geht gar nicht anders. Also, und die übersetzen nicht nur die Sprache, die übersetzen auch die Kultur, die Geschichte, diese ganzen Nuancen, diese ganzen Zwischentöne. Das ist die Aufgabe. Und dann übersetzen diese ausländischen Kolleginnen und Kollegen, wie ich das war, das Ganze dann wiederum für die Gesellschaft zu Hause. Und das ist natürlich ein bisschen wie stille Post, ne? Da geht schon mal was verloren, aber ein besseres Vorgehen gibt es eigentlich fast, also das muss eigentlich irgendwie so sein. Okay. Ja, haben Sie noch eine Frage hinten dran, Herr Tolitsch, oder wollen Sie die ganz ans Ende? Das weiß ich nicht, habe jetzt noch nicht so weit drüber nachgedacht. Ich wollte nur fragen, weil Sie meinten, Sie haben von diesem Buch Warpong erzählt und dass es auch irgendwie wichtig ist, dass Krieg, also nicht anfangen wird, irgendwie verherrlicht zu werden. Also dass es schon im Vordergrund steht, dass Krieg etwas Grausames ist. Und dann wollte ich fragen, ob Sie, es gibt so eine kleine Bewegung, gleich sehr nischenhaft, die nennt sich War Wave. Und das sind so Bilder, so Kriegsbilder, die sehr ästhetisiert werden, also die sehr ästhetisch sein sollen. Und das soll irgendwie anscheinend, da geht es wirklich nur um die Ästhetik von Kriegsbildern. Das fand ich halt auch sehr seltsam. Ich wollte fragen, ob Sie da das kennen vielleicht. Nee, kenne ich nicht, aber vielleicht kannst du das mal, kannst du mal einen Link einfach in den Chat ballern für alle mal zum Gucken. Klingt interessant, klingt verheerend, ehrlich gesagt. Klingt furchtbar. Ja, klingt, finde ich auch. Aber wir können von furchtbaren Dingen vielleicht lernen. Aber ich glaube, das hat mit dem, was also da Journalistinnen und Journalisten so tun, sowas vielleicht wenig zu tun, ne? Weil das vielleicht führt auch zu der Frage, die du vorhin hattest, die ich ein bisschen überschlagen habe, ob man ein Ziel hat, ja. Eigentlich nicht. Also eigentlich ist das ist ja nicht Propaganda, das du versuchst da zu machen, ne? Weder Antikriegspropaganda oder Kriegspropaganda oder irgendwas, sondern die Idee ist ja doch tatsächlich, professionellen Journalismus zu produzieren. Und das ist nicht einfach, gerade wenn man auch teilweise abhängig ist von den einzelnen Kriegsparteien. Das ist total kompliziert und voller Dilemmata. Aber der Ansatz muss dann doch irgendwie schon sein, dass man das, was tatsächlich vor Ort passiert, dokumentiert. Also dass man an den Dingen, die wirklich da geschehen, dass man sich an denen orientiert und nicht an den Ideen, die man, bevor man losgeflogen ist, zu Hause sich überlegt hat. Aber das erfordert viel Vorbereitung, ne? Sie hatten ja auch gesagt, informierte Reportage abliefern, und das fliegt einen ja nun wiederum auch nicht unterwegs einfach an, sondern hat viel mit Zeitung lesen, Bücher lesen und so weiter zu tun und mit Leuten reden, ja. Genau, ja, das, ja, absolut. Absolut. Das ist also, das kann man gar nicht genug betonen, Recherche, 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 also wirklich, wirklich alles wissen. Alles wissen wollen. Keiner weiß. Meine Kinder sagen immer, Papa, keiner weiß alles. Finde ich eigentlich sehr schön, weil das stimmt, ne? Niemand weiß alles, und es ist immer nur irgendwo der Versuch, möglichst dem Ganzen gerecht zu werden. Und das muss man aber schon machen, ne? Man kann nicht sagen, boah, ich mache so meine Bilder und die sehen halt so geil aus, ist mir egal, wer da kämpft oder so, ne? Oder was hier überhaupt politisch abgeht und warum das überhaupt so ein Konflikt
anfängt oder weitergeht. Wer interessiert sich denn? Wo sind dann die Interessen? Warum hört der Konflikt eigentlich nicht auf? Also das muss man sich wirklich haargenau dann ansehen und tatsächlich lesen und dann vor Ort Recherche machen. Und das ist natürlich toll, wenn man mit schreibenden Kolleginnen und Kollegen unterwegs ist, weil das dann wirklich so eine Zusammenarbeit ist und man unheimlich viel lernt voneinander. Und das ist dann wirklich Teamarbeit. Das ist also eine ganz großartige Sache. Und das ist, bei mir war das so eine Tageszeitung, aber das kann aber auch zum Beispiel, gibt es auch NGOs, die so unterwegs sind, ne? Oder Waffenkontrolleure oder, ne? Es gibt viele Möglichkeiten eigentlich, da auch eine Aufgabe zu erfüllen in solchen schwierigen Situationen und solchen Krisengebieten. Michael Assmann steht hier schon lange mit einer Frage, ich sehe ihn aber hier gerade nicht. Sind Sie noch da, Herr Assmann? Ich bin noch da, ich musste nur Endgerät wechseln. Und prima, schön, dass Sie da sind. Ja, freut mich auch, danke. Und zwar, ich habe eigentlich zwei Fragen. Und zwar einmal, Sie haben schon angesprochen am Anfang, es ist dann vorbei, wenn man den Alltag nicht mehr bestreiten kann. Mich würde interessieren, wie das konkret aussieht, weil ich persönlich nehme manchmal schon die Arbeit mit nach Hause und die ist jetzt nicht bei weitem nicht so bedeutend wie sowas, also ob es da irgendwelche konkreten Mechanismen gibt. Und die andere Frage wäre, ab wann ist ein Bild gestellt? Weil Sie vorhin angesprochen haben, Sie möchten den Rezipienten sozusagen so wenig wie möglich täuschen oder nichts darstellen, was nicht da ist, aber wo fängt es an und wo hört es auf? Ja. Ja, super Fragen. Also ich weiß nicht, wo das sind alles. Das lernt man bei uns in Gießen an der Uni. Wahnsinn. Also das ist wirklich. Also Fragen stellen. Toll. Also ganz tolle Fragen und auch sehr gute Strategie, mal zwei Fragen zu stellen. Habe ich auch mal irgendwo gelesen. Nee, aber sehr gut. Also vielen Dank für diese sehr interessanten Fragen. Also ganz toll. Das weiß ich sehr zu schätzen, weil manchmal ist man so eingeladen und die fragen so, ach so, ja. Und fotografieren Sie mit Canon oder Nikon? Ja, okay. Also super, macht total Freude. Die Arbeit nach Hause nehmen, ja klar, das ist nicht, kann man nicht trennen. Ne? Das ist also wirklich, da gibt es ja diese Idee, Work-Life-Balance. Ne? Glaube ich nicht so richtig dran, ehrlich gesagt, weil das ist so, als würde man sagen, Brot-Gebäck-Balance oder Tisch-Möbel-Balance. Das macht ja gar keinen Sinn, ne? Weil die Arbeit ist ja Teil des Lebens, das gehört dazu und das ist auch ein wichtiger Teil, nicht alles, aber es ist ein ganz wichtiger Teil und das muss man auch irgendwie mit, also das ist ja was ganz Erfüllendes, wenn man eine Arbeit hat, die einem Sinn macht und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man das mal sonntags abends machen muss oder so. Die Gefahr ist natürlich, dass man das so ein bisschen übertreibt und so ein Ego-Ding hinzaubert. Ne? Also, das meine ich nicht, sondern ich meine mehr, ob tatsächlich die Bilder sind ja jetzt auch vielleicht nicht leicht zu verarbeiten oder vielleicht schon leicht zu verarbeiten, wie das stattfindet, meine ich. Weil die sind ja immer da, die sind ja die flacken halt in der Lightroom-Bibliothek, aber dann wird es ja irgendwie, es muss ja bearbeitet werden und geteilt und so weiter und so fort. Das meine ich vielmehr, wie man damit umgeht. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Ja, ist tatsächlich schwieriger, als die Bilder zu machen. Ähnlich wie mit dem Alltag klarzukommen, auch mit den Bildern, mit der Arbeit an den Bildern oder mit den Bildern klarzukommen, ist eine Riesenherausforderung. Also ist viel schwieriger, als da vor Ort zu sein, weil da ist man sehr konzentriert und ne, man macht so seine Arbeit und dann ist wirklich in der Situation und macht das so gut man irgendwie kann. Aber dann hast du natürlich später, wenn du zu Hause bist und bearbeitest die Bilder und schickst sie da so an die Redaktion oder machst so ein Buch, ist das sehr belastend. Aber gleichzeitig sind es nur Bilder. Darf man nicht vergessen. Ne? Das sind nur Bilder. Im Vergleich zu dem, was diese Menschen durchgemacht haben, ist es nichts. Ne? Also das heißt, das kann man schaffen. Das muss man fast auch schaffen, ja? Weil das sind nur Bilder. Und gleichzeitig habe ich auch die Bilder. Das ist noch ein Riesengeschenk. Die meisten Menschen, die traumatische Dinge erlebt haben, die haben gar nichts. Die müssen versuchen, in Worte zu fassen, was sie da erlebt haben. Und das geht natürlich gar nicht, ne? Wie will man das beschreiben? Ja? Und das natürlich hat man als Fotograf natürlich einen großen Vorteil, wenn man sagt, okay, ich guck, das, die Bilder da, das habe ich gemacht.
Das habe ich gesehen. Ne? Und dann ist eigentlich schon mal viel geschafft. Also als ersten Schritt. Und dann muss man trotzdem noch das in den Kontext setzen und so ein bisschen einsortieren. Aber ich komme nicht mit leeren Händen nach Hause. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Ne? Und dann war die zweite Frage, Bilder gestellt. Ja, Bilder sind, man könnte argumentieren, Bilder sind immer irgendwie gestellt. Das ist ein bisschen vereinfacht. Was auf jeden Fall der Fall ist, die Bilder sind nicht die Realität. Ne? Das ist nur ein Abbild der Realität, aber es ist auch mein Abbild der Realität. Also meine Interpretation der Realität, könnte man sagen. Ja? Das ist also mein Take, also meine Art, das, was ich sehe oder gesehen habe, zu interpretieren. Und von daher, die Fotografie hat so diesen eingebauten Wahrheitsanspruch irgendwie, ja, es ist so gewesen. Und das weiß natürlich jeder, dass das nicht so ist, aber es ist trotzdem irgendwie da so drin. Ne? Das ist so das Eigenartige an dem Medium Fotografie. Das ist also quasi der Beweis, ne? Dass so war das. Das stimmt natürlich nicht. Ne? Das war so ungefähr. Es hat eine gewisse Offenheit und eine große Möglichkeit der Interpretation und der Lesart. Und ich glaube, ich muss meine Frage präzisieren. Es geht mir um das Motiv. Ab wann ist das Motiv gestellt? Weil wir haben den Ausschnitt, wir haben den Blick, wir haben den Sensor, wir haben die Bearbeitung danach, wir haben das Abdrucken. Das sind ja ganz viele subjektive Ebenen. Aber sagt man dem Kind im Krankenhaus, leg dich so hin oder wartet man, bis das Kind so liegt? Jetzt check ich das. Ja, okay, super. Also ganz konkret praktisch. Okay. Also auf keinen Fall. Das heißt, wenn da eine Wasserflasche steht, steht die da. Wer bin ich schon, von dem Mann, den ich da besuche, das Bild von seinem Opa raus zu photoshoppen oder das zu sagen, soll es mal abhängen? Also das stimmt mir gar nicht zu. Das heißt, aber es kommt auf den Kontext an. Wenn ich jetzt Werbefotograf bin, dann darf ich alles machen, weil Werbung ist Fiktion. Ne? Fiktion, alles erlaubt, Photoshop, rauf und runter, das ist Fiktion, das ist so die Sparkassenwerbung oder, ne, also das hat mit dem, das sind Schauspieler und das hat mit echtem Leben eigentlich nichts zu tun. Deswegen, aber das ist den Kontext, in dem meine Bilder verwendet wurden, ist ein journalistischer Kontext und da haben wir die Aufgabe, tatsächlich die Rezipierenden nicht zu belügen. Das heißt, und das ist eine Interpretation, aber wir haben nicht das Recht, Inhalte und zu erfinden. Und, und das ist so eine Art Gesellschaftsvertrag. Im Moment ist die Lage so, dass man sagt, wir verschieben keine Pixel und wir sagen den Leuten nicht, auch leg dich doch mal dahin, ne? Oder ne, mach doch mal da. Ausnahme ist ein Porträt. Da ist es tatsächlich anders geregelt. Aber das sind so unausgesprochene Gesetze sozusagen, die wir einhalten, weil wir wollen, dass die Rezipierenden, die Bilder lesen können. Und deswegen halten wir uns an diese unausgesprochenen Regeln. Wenn wir ein Porträt machen, dann ist es ein gestelltes Bild in den meisten Fällen. Das heißt, die Person weiß, dass sie fotografiert wird. Und wir können auch sagen, hey, dreh dich doch mal ein bisschen links zum Licht. Und das weiß auch das wissen auch die Rezipierenden. Das ist was wir gelernt haben. Und das ist was Gelerntes. Das ist nichts, was im Bild ist. Sondern es ist gelernt und wir sagen, okay, es ist ein Porträt, da bauen wir mit ein, okay, die Person weiß, sie wird fotografiert und der Fotograf hat das Recht zu sagen, ein bisschen weiter nach links. Und wenn es eher eine situative Sache ist, wenn es eine Aufnahme ist von einem tatsächlichen Ereignis, dann machen wir das eben nicht. Aber dann gibt es ja noch den anderen Fall, dass die Fotografierten sehr wohl wissen, sie werden fotografiert und sorgen dafür, dass sie in ganz bestimmter Weise fotografiert werden. Ich weiß nicht, ob das in Ihrer Frage auch mitgedacht war, Herr Aßmann, aber ich setze das einfach nochmal obendrauf. Super, ja, genau. Das ist nämlich dann, wenn es kompliziert wird. Jeder, der schon mal fotografiert wurde, weiß, dass man auf einmal sich anders verhält. Ist normal, ne? Das heißt, sei mal ganz normal, das soll man erstmal machen, wenn jemand so eine Kamera da vor der Nase hat, das verändert die Situation. Und das ist natürlich völlig richtig. Also die Situation ist dadurch, dass eine Person da ist, die fotografiert, natürlich verändert. Ist klar. Deswegen gleichzeitig macht es doch noch einen Unterschied, ob man nun sagt,
ja, der kommt, zieh dir mal einen grünen Pulli an, weil der rote Pulli, der passt jetzt nicht zu meiner Bildkomposition oder so. Ne? Also das heißt, da kommt die Ehrlichkeit wieder so ein bisschen rein. Und da wird es schwammig, aber nicht unwichtig. Das ist total wichtig, ne? Dass man irgendwie dann sagt, okay, ich möchte die Menschen, die die Bilder betrachten, nicht bewusst belügen oder in die Irre führen oder was erzählen, was ich gar nicht so erlebt habe. Und das ist schon mal ein guter Anfang, aber es bleibt kompliziert und das ist absolut richtig, wenn die Menschen tatsächlich auf einmal Dinge tun, die sie vielleicht ohne die Fotografin oder den Fotografen nicht tun würden oder anders tun würden. Ja. Und das Kreuzer. Ja, vielen Dank für den super interessanten Vortrag und auch, dass du dir so viel Zeit für all die Fragen nimmst erstmal. In dem Ankündigungstext war die Frage gestellt, ob Fotojournalistinnen und Fotojournalisten Kriegspropaganda produzieren. Und meine Antwort zumindest auf deine Bilder, die ich gesehen habe, die du gezeigt hast, wäre da ein ganz klares Nein, dass das keine Kriegspropaganda ist. Was ich mich aber gefragt habe, als du gesagt hast, dass also dieses System des Embedded-Sein in dem Fall US Army, dass man mit den Menschen, also in dem Fall den Soldaten und Soldatinnen reist, dass man letzten Endes auch von ihnen beschützt wird, dass man sie wahrscheinlich auch kennenlernt und ja doch viel Zeit damit mit ihnen verbringt, was das mit der eigenen Einstellung sozusagen macht. Also ich kann mir eine gewisse Dankbarkeit vorstellen und ohne jetzt sagen zu wollen, dass die wahrscheinlich, also ganz bestimmt werden die nicht alle dieselbe Einstellung zum Krieg ganz grundsätzlich haben, aber es gab die Bilder mit den Freedom-Tattoos oder USA-Flaggen, was weiß ich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie zumindest einige eine andere Einstellung haben zum Krieg oder du dann, wenn du sie kennengelernt hast, als ich hier in meinem Zimmer, der irgendwie halt nur schreckliche Bilder sieht und nicht viel von der anderen Seite hört und ganz einfach schon allein wegen den War Atrocities gegen den Krieg sein können. Also einfach, was das für ein Verhältnis ist, Journalist, Militär, ist das grundsätzlich irgendwie ja, von der Einstellung, würde ich sagen, oder mir vorstellen, oft gegensätzlich vielleicht ein bisschen, was das für mit einem macht. Ja super, perfekte Frage. Noch so ein Dilemma. Irgendwie haben wir nur Dilemmata heute. Aber ist genau das, eigentlich genau der Punkt. Ne? Deswegen bin ich ja hier. Grundsätzlich kann man sagen, sollte man nie mit bewaffneten Menschen unterwegs sein. Ja? Also das ist ja genau der Punkt, wenn man also Journalistin oder Journalist ist, dass man nicht mit einer der Kriegsparteien unterwegs ist. Das ist ja genau die Idee, ja? Dass wir sagen, okay, wir sind nicht neutral und wir sind nicht objektiv, aber wir versuchen irgendwo unabhängig zu berichten über verschiedene Aspekte dieses Ereignisses zu berichten. Und wenn man dann sagt, ich bin jetzt bei einer Kriegspartei dabei und bin mit denen unterwegs und die beschützen mich, die haben die Gewehre und wenn die nicht hätten, dann bin ich mausetot. Das geht ja gar nicht. Also es ist eigentlich ein No-Go. Gleichzeitig ist es aber schon ganz lange so, dass dieser Kompromiss, der das natürlich ist, eingegangen wird und gesagt wird, wenn wir das nicht machen, dann können wir gar nicht berichten. Und das war schon auch Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg so. Ne? Das heißt, es war tatsächlich fast unmöglich, unabhängig zu berichten. Und wenn man sich dann also einzelne Konflikte anguckt, selbst Konflikte, wo nicht Staaten gegeneinander kämpfen, sondern also Guerilla-Organisationen und Rebellen und so, ist es fast unmöglich, unabhängig zu sein, einfach aus praktischen Gründen. Und man könnte also sagen, man ist immer irgendwie embedded mit irgendjemandem. Idealerweise sollte man das mal abwechseln. Ja? Sagen Sie, okay, wir gucken uns mal den Konflikt von der einen Seite an, dann gucken wir uns mal von der anderen Seite an, um da so ein bisschen eine Einschätzung zu kriegen, wo man da so ist. Oft ist es nicht möglich. Ne? Also mit den Taliban in Afghanistan embedded zu sein, war einfach nicht tatsächlich, es haben viele versucht, tatsächlich auch westliche Journalisten,
Aber es ging nicht. Die haben die umgebracht. Endete immer eine Entführung. Und dann war das natürlich einfach raus. Ne? Das waren Kriege in den letzten 15 Jahren, die 20 Jahren, oh Gott, die nicht nur solche eigenartige Stellvertreterkriege waren, sondern auch, wo die Medienvertreter auch Teil der Kriegsführung waren. Also man war als Journalistin oder als Journalist, ausländisch oder einheimisch, Ziel dieser Gewalt. Die haben also gezielt nach Journalisten gesucht, um die zu entführen und so weiter. Und das ist natürlich eine Veränderung, auf die man irgendwie reagieren muss. Wir hatten dann in Afghanistan und im Irak tatsächlich Bodyguards, ja, bewaffnete zivile Menschen, die also, das waren dann im Irak zum Beispiel, hatten wir immer zwei junge Männer dabei, die waren bewaffnet, die hatten ein Gewehr und eine Pistole und wir waren mit zwei Autos unterwegs, wenn wir also in der Stadt unterwegs waren in Bagdad und die hatten richtige Bodyguards, ne? Und das ist natürlich eigentlich was völlig undenkbar ist. Ja, man ist nie mit Erwachsenen, mit bewaffneten Menschen unterwegs. Das heißt, ein Riesenkompromiss, aber wenn die Alternative ist, nach Hause zu fahren und gar nichts zu machen, dann haben wir uns in dem Fall dafür entschieden, das zu machen. Einfach, weil die Alternative war, keine Berichterstattung. Also keine Berichterstattung. Was, denke ich, nie in der Alternative sein kann. Deswegen hochgradig problematisch. Ich hatte einen Vorteil. Ich bin, wenn man jetzt also über das Embedding, ich war also schon mit so Rebellen embedded. Man ist auch, wenn man eine Geschichte macht hier in Hannover über irgendwelche Skater-Typen oder Graffiti-Künstler, dann ist man auch mit denen embedded. Wenn die sagen, so, wir gehen jetzt kiffen und du bleibst mal hier, dann machst du das. Ne? Also so als Beispiel aus dem Leben. Ne? Das, also man ist immer auch abhängig von den Menschen, die man fotografiert. Es ist nie so, als würde man immer selbst nur die Regeln vorgeben. Man muss immer auch sich auf das einlassen, was da so vor sich geht. Und dann mit dem Militär hatte ich den Vorteil, dass ich Zivildienst gemacht hatte und keine Ahnung vom Militär hatte. Ich kann also keinen General nicht vom hier einfachen Soldaten unterscheiden. Kann ich bis heute nicht. Und es war immer ziemlich lustig, weil dann irgendwann merkst du, die sehen zwar alle gleich aus, die haben sie Uniform an, aber die sind auch sehr unterschiedlich. Ne? Und es gab auch viele Soldaten, die dann auch, amerikanische Soldaten, die viele junge Leute, die überhaupt nicht wussten, was sie da tun und viele Ältere, die auch überhaupt nicht damit einverstanden waren und trotzdem da waren, ne? Dann lernt man diese Nuancen kennen und dann wird es kompliziert, aber auch interessanter. Und ich denke grundsätzlich, und damit höre ich auf, ich rede mal viel zu lang, ist es so, nur weil man abhängig ist und nach den Spielregeln anderer Leute spielen muss, heißt es A nicht, dass man sich an die Regeln halten muss. Ich habe also oft unterschrieben, dass ich nicht keine Gefangenen fotografiere. Ne, das musst du dich unterschreiben. Gab es einen Vertrag mit den amerikanischen Militär, hast einen Vertrag unterschrieben, ich fotografiere keine Gefangenen. Und wenn ihr eben gesehen habt bei den Bildern, habe ich aber ständig gemacht. Ne, also nur weil man das unterschrieben hat, muss man sich nicht dran halten. Also das heißt, da ist dann auch mal als Journalist dann auch gefragt und sagen, ja, ihr könnt mir da so Regeln machen, aber ich muss, also das ist ja nicht mein Job, dass ich mich an eure Regeln halte. Ne? Man muss dann auch irgendwie sagen, ja, okay, dann versuche ich das mal. Ne? Also wirklich pushen. Das ist das eine. Und die andere Sache ist, nur weil ich von jemandem da so beschützt werde oder mit jemandem unterwegs bin und nach den Regeln anderer Leute spielen muss, heißt das nicht, dass ich nicht professionell arbeiten kann. Da muss man sich einfach immer jeden Tag, bei jedem Bild, bei jeder Geschichte neu fragen, mache ich Propaganda für eine der Kriegsparteien oder ist es Journalismus? Und wenn man das sich ständig fragt, dann kann man das tatsächlich, wie ich finde, hinkriegen, eher Journalismus zu machen. Manchmal ist es beides ein bisschen, man merkt es nicht, ne? Aber das Ziel sollte sein Journalismus. Und deswegen ständig dieses Hinterfragen und dieses sich selbst da auf Kurs halten, das ist total wichtig. Ja. Guck mal, Carlo ist müde. Sorry, ich war nur Spaß, easy. Alles gut. Kein Aber Wunder, Fall noch nicht kommt eine Frage haben wir noch und ich würde sonst auch noch mal sagen, weil Sie offenbar so viel Kondition haben, sage ich auch noch mal in die Runde. Wenn Ihnen noch was einfällt, dann jetzt, denn Kenan Strigel hat sich noch mal gemeldet und insofern haben Sie noch die Chance, danach eine anzuhängen.
Ja, genau. Und zwar hätte ich die Frage, ob du bereits oder bestimmt warst du in der Situation, dass jemand akut verletzt war und du eventuell helfen konntest. Hast du das dann gemacht oder wie läuft das dann ab? Jetzt, wir hatten in einem Seminar das Beispiel vom Napalm Girl, wo Fotos gemacht wurden und erst dann im zweiten Moment von den Journalisten quasi geholfen wurde und den Kindern geholfen wurde. Wie gehst du damit um? Und als zweite Frage noch, wie kam dieses Riesenschiff auf die Straße in Fukushima? Okay, alles klar. Ja, also zuerst ist man Mensch. Es ist nicht so, als könnte man das entscheiden, ob man jemandem hilft. Man muss das machen. Wenn man das nicht macht, also dann gehört man eigentlich ins Gefängnis. Weißt du, das ist keine Frage eigentlich. Denn du hast die Pflicht, und das ist in Deutschland ist es, glaube ich, auch gesetzlich vorgeschrieben, wenn man, ne, das ist so. Das heißt, wenn man jemandem, das ist dann unterlassene Hilfeleistung, da geht man dafür in den Knast. Weiß ich nicht, ob man dann. Aber das ist dann ist eine Straftat. Und das ist auch gut so. Und so ist man also auch, wenn man als Journalistin oder Journalist arbeitet, immer erst Mensch. Du musst helfen, das ist gar keine Frage. Wenn jemand in Lebensgefahr ist und man helfen kann, muss man helfen. Jetzt war ich, und ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die in solchen Situationen waren und dann geholfen haben, so gut sie konnten, und dann vielleicht danach ihre Fotos gemacht haben. Ne? Ich persönlich war tatsächlich nie in so einer Situation, weil immer Menschen da waren, die viel besser helfen konnten als ich. Ne? Und dann muss ich sagen, dann, ich bin ja nicht da, um meine Motivation vor Ort zu sein, ist ja nicht, um Leute zu retten oder Leuten zu helfen. Meine Motivation ist, meine Arbeit als Journalist zu machen, und das mache ich dann auch. Aber natürlich, klar, ging das natürlich nur, weil andere Menschen da waren, die dann auch wirklich viel effektiver als ich helfen konnten. Nur andere Soldaten, Medic, also so, ne? Oder auch einfach Rettungsdienste und solche Sachen. Also das ist natürlich ganz wichtig, ganz klar. Napalm Girl, ein gutes Beispiel, muss man sagen, um auch hier Nick Ut, das ist der AP-Fotograf, der das Bild gemacht hat, irgendwo das, naja, in Schutz zu nehmen, aber eben zu sagen, hier, der hat dann dieses Kind ins Krankenhaus gebracht und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt nicht so, als hätten die nicht geholfen. Das heißt, die sind auf die Journalisten zugelaufen, sie haben das Foto gemacht, dann die Kamera weggelegt, diese Kinder ins Krankenhaus gebracht. Also eigentlich haben die alles richtig gemacht, muss man echt sagen, ne? Weil man muss ja, also das heißt, die waren ja noch gar nicht bei ihnen, als das Foto entstand. Und auf die 125. Sekunde kommt es dann auch nicht an, ne? Und in dem Sinne könnte man sagen, haben die beides gemacht, haben die als Journalisten hervorragende und wichtige Arbeit gemacht und haben dann auch diesem Kind geholfen. Und das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Und da kann man immer jetzt dran rumkritisieren. Ihr wisst auch, das ist ein Crop, ne? Das ist also beschnitten. Da ist nämlich rechts noch ein Journalist, der gerade einen Film wechselt und so weiter, der das Bild verpasst hat. Und so, also, und dann fragt man sich, da waren noch weitere Soldaten rechts, warum machen die eigentlich nichts, ne? Also so, ne? Und dann ist es sehr interessantes Beispiel, auch sehr, sehr bewegend. Und wenn man nämlich die Geschichte kennt, dann hat nämlich das Kim Puck heißt das Mädchen, die ist dann später nach Kanada ausgewandert, und dann haben die sind ganz eng befreundet, haben also auch Vorträge gehalten gemeinsam, Kim Puck und Nick Ut, der Fotograf, und haben also auch gegen diesen Krieg sich ausgesprochen, haben tatsächlich ihre Verbindung, die durch das Bild und dieses Helfen zustande kam, auch genutzt also wirklich für einen sehr für einen Zweck. Und das war toll, ja. Das ist auch ganz wunderbar. Okay, das war das Zweite. Und dann, ah ja, Fukushima. Fukushima, ja, das war der Tsunami. Der hat dieses Schiff tatsächlich an Land gespült. Dann war es dann da, ja. Aber nicht in diesem Moment natürlich. Das sieht so ein bisschen so aus, weil die Leute sich so fast erschreckt, aber dann natürlich, das saß da schon eine Woche, und dann bin ich da hingekommen. Und dann waren es oft so, dass Menschen dann, also Einheimische, sich dann diese Zerstörung angeguckt haben, Tage später, und es gar nicht fassen konnten. Ne? Weil die Dimensionen so fallen. Also man versteht, man checkt es gar nicht, wie kann so ein Riesenschiff auf einmal da auf dem Land sein, ne?
So, und Frau Lauterbach hatte die erste Frage und hat die letzte Frage. Das ist doch super hingekriegt. Ach so, Frau Helm will auch noch mal. Oh, oh. Das ist eine schnelle Frage. Photoshop. Wunderbar. Ganz wichtig, ich weiß nicht, wolltest du auch danach fragen, wie weit darf man Photoshop benutzen? Gibt es da Regeln, zum Beispiel jetzt, wenn man eine Leiche sieht, einen Kontrast da reinbauen, dass die blauen Flecken vielleicht, das war mein erster Gedanke, als es eben aufkam, oder auch gut, das Croppen, das ist legitim, es wird nur was weggeschnitten, dagegen kann man nicht sagen, aber wirklich mit Kontrasten arbeiten, ist das schon die Verzerrung der Wahrheit? Wie weit darf man da gehen? Ja, gute Frage. Eine ungelöste Sache wieder mal, aber kann man vielleicht so sagen. Ich bin also der Autor der Bilder, ne? Und ich muss entscheiden, wie die aussehen. Ich kann ja nicht dem Ingenieur, der die Kamera gebaut haben, überlassen, wie das Bild aussieht. Das heißt, ich muss die bearbeiten und wie ich die bearbeite, ist dann meine Entscheidung. Und da sind wir ein bisschen wieder bei Salgado, der so manchmal, wie ich finde, ein bisschen drüber ist, ja, Himmel zu dunkel, zu viel Drama. Und das ist so ein schmaler Grat. Ne? Ich habe tatsächlich festgestellt, je wütender ich war, desto dunkler wurden meine Bilder oder auch kontrastreicher wurden die. Und dann habe ich die manchmal auch mal nochmal neu bearbeitet, weil man, das ist auch manchmal so der Ausdruck, ein emotionaler Ausdruck, und dass man also gar nicht klarkommt damit und sagt, das muss, ne? Aber bearbeitet, wir müssen die müssen bearbeiten sein, die Bilder, wenn die, wie denn die aus der Kamera kommen, die kann man fast nicht angucken, die sind so kontrastarm, dass man eigentlich gar nichts damit machen kann. Ne? Das heißt, dass die bearbeitet sind, ist unproblematisch, dass man im journalistischen Kontext keine Pixel verschiebt, ist auch klar, dass man immer croppt, ist auch logisch. Ne? Das heißt, das mache ich ja beim Fotografieren auch. Ich fotografiere nicht alles. Ich entscheide ja, was ich fotografiere und was ich nicht fotografiere. Die allermeisten Dinge fotografiere ich ja gar nicht. Das ist der Ausschnitt und man kann natürlich auch später croppen. Ich persönlich mache das eigentlich fast nie. Also, aber das ist, das gibt es große Unterschiede in der Arbeitsweise. Und ja, schmaler Grat mit dem Photoshop. Man kann, da sind wir wieder bei der Ästhetisierung. Ne? Was ist noch okay und was fühlt sich so an, als wäre es zu viel? Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen mit Bildern, die auf einmal aussehen wie Werbefotos oder Modefotos, ja, aber in einem anderen Kontext entstanden sind und in einem anderen Kontext gezeigt werden. Also man muss sich im Klaren sein darüber, dass die Art und Weise, wie die Bilder bearbeitet werden, auch mit dem Einhergehen mit einem Kontext. Also dass man quasi gewisse Ästhetiken mit gewissen Kontexten verbindet. Und deswegen sehen Werbefotos auch meist anders aus als journalistische Fotos. Jetzt die letzte Frage, Frau Lauterbach. Ja, ist das verständlich? Okay. Genau, meine zweite Frage ist halt, Moment, ich meine, jetzt muss ich erstmal richtig das formulieren. Würdest du es heute noch Leuten raten, irgendwie mit Kriegsjournalismus anzufangen? Und wenn ja, worauf muss man achten? Wie kommt man da am besten hin? Etc. pp. Ja, auf jeden Fall würde ich Leuten dazu raten. Also das ist ja nichts, wie soll ich mal sagen, das ist ja nichts Verbotenes. Ja, also das ist was ganz Legitimes, das ist was ganz Wichtiges. Und wir sollten nicht denken, das ist selbstverständlich, dass es irgendjemand macht. Ja, das ist ja was total wichtig ist. Aber wie ich auch vorhin sagte, es ist nur ein ganz kleiner Teil des Journalismus. Also man sollte halt auch nicht den Fehler machen, zu denken, okay, entweder ich fahre einen Krieg oder ich mache halt PR für Firmen. Ne? Also so ist es tatsächlich nicht, sondern das ist so, dass man das ausprobieren muss. Ne? Also wenn das Interesse da ist an solchen Ereignissen, dann ist da nichts falsch dran, das mal zu probieren. Also mal was, und das ist nicht falsch verstehen mit einer touristischen Reise nach Libyen oder so, ja, also da muss man ein bisschen vorsichtig, also man muss, kommen wir wieder zur Recherche, wirklich das mit sehr ernst nehmen, das ist jetzt kein Spaß, denn man bringt unter Umständen, auch wenn man da noch nicht so drin ist, auch andere in Gefahr. Und da muss man sehr vorsichtig mit sein, aber ich finde es, man sollte jetzt nicht, ich finde es nicht so, dass man, also es gibt ältere
Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, diese jungen Leute, die sollen jetzt nicht dahin fahren, die haben keine Ahnung und was machen die denn da und so, das ist für was für Profis und so. Ja, okay, toll. Aber dass das Interesse da ist, von jungen Menschen überhaupt sich mit solchen Themen zu beschäftigen, das ist nichts Selbstverständliches und das ist was ganz Wichtiges. Und ja, und von daher, nur dass Leute im Hambi fotografieren oder schreiben, ja, das ist ja super, also das ist auch großartig, das soll man doch feiern und nicht sagen, ja, müssen die denn jetzt alle dahin fahren? Das ist auch toll, dass sie alle dahin fahren, ja. Und manchmal hat das so ein bisschen Auswüchse, manchmal sind mehr Journalisten oder zukünftige Journalistinnen und Journalisten vor Ort als dann Akteure und Akteurinnen. Also da muss man auch ein bisschen gucken, dass man aus dem Pulk rauskommt. Das ist eigentlich ein guter Tipp, wenn zu viele da sind, einmal ein bisschen weitergehen und mal was anderes suchen. Ne? Also nicht so im Pulk arbeiten, das ist komisch und bringt nichts. Aber das ruhig mal probieren. Also ne? Und da kann man auch Dinge machen, die jetzt nicht furchtbar gefährlich sind, aber trotzdem politisch relevant sind und zu leisten sind. Und ich habe jetzt ein paar Studis, die sind auf Lesbos. Ne? Das war super. Ne? Das ist doch ganz großartig. Wer bin ich denn, denen zu sagen, die dürfen nicht dahin fahren? Ich, ja, sagen die, Christoph, in meinem Alter, da warst du schon, bist du im Irak rumgesprungen. Also das heißt, ne, das ist, man sollte dann aber auch sagen, okay, aber dann setzen wir uns vorher mal zusammen und überlegen mal, was du da eigentlich suchst und was du da machen willst und dass du das professionell machst und auch wirklich nicht nur so hinfährst, weil du das irgendwann dich aufregt oder so, sondern du musst was zurückkommen, was wir dann versuchen zu veröffentlichen. Ist das, ich fange, auf Englisch sagt man ein Rant. Rant. Sorry. So viel Ranting kann da nicht gewesen sein, weil wir sind immer noch bei 34 zugeschalteten Leute, obwohl wir lange über die Sendezeit sind, die dieses Format sonst bei uns hat. Also ganz, ganz vielen Dank, Christoph Bangert, von uns allen für all diese Auskunftsbereitschaft und wirklich sehr informativen, zum Nachdenken einladenden Antworten. Aber auch Ihnen allen, auch meinerseits, vielen Dank für die vielen schlauen Fragen. Ich bin auch ein kleines bisschen stolz, dass wir das hier so auf so hohem Niveau durchziehen. Macht Lust auf mehr, Herr Bangert. Wir kommen vielleicht mal wieder auf Sie zu, nicht nur mit dem Honorarformular. Also bei uns ist auch was los, nicht nur an der Hochschule Hannover heißt sie, ne? Aber der Studiengang nochmal für die anderen, von denen wir sozusagen unsere Kontakte beziehen, heißt Fotojournalismus und Dokumentarfotografie. Und Sie haben schon gemerkt, die rümpfen so ein bisschen die Nase über die Azi-Fazi und Werbefotografen. Ne? Das ist dann eine andere Abteilung, glaube ich, wenn überhaupt an der Hochschule. Aber da wird sozusagen Hardcore Fotojournalismus unterrichtet und wer weiß, weiß ich, ab wann, wie viel fotografieren muss man können, um sich in ihren Fotobus da einzuschmuggeln? Ja, vielleicht gibt es hier ja Interessenten. Das kann jeder mitmachen. Also okay. Das ist offen für alle. Wir haben also auch Menschen, die Journalismus, Medien, Film, Kunst studieren. Also und auch nochmal zum Hardcore-Fotojournalismus. Das ist tatsächlich was hier stattfindet, aber nicht nur. Es finden auch Dinge statt, die man eher als Dokumentarfotografie bezeichnen könnte. Und das heißt, das ist ganz gut. Aber es ist tatsächlich kein Studiengang, wo eher gewerbliche, also Werbung und solche, das gibt es auch, aber hier in Hannover ist eher die Spezialität ganz klar die erzählende Fotografie und darüber hinaus natürlich auch multimediale Ansätze und so weiter. Ne? Aber vielen Dank, ich würde also das Lob auch nochmal gerne zurückgeben, hat mir total Spaß gemacht, tolle Fragen, total, also ganz großartig, vielen, vielen Dank für das Interesse und vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Wir bleiben im Gespräch. Tschüss, tschüss. Dankeschön, tschüss. Ciao.